Ich bedanke mich für die Einladung. Ich bin der Max von der Firma Coinfinity. Beschäftige mich schon seit 2011 mit Bitcoin, ursprünglich aus einer sehr politischen Überlegung heraus, weil ich mir gedacht habe, dass sowas wie nicht staatliches Geld sehr interessant sein könnte. Das hat mich damals fasziniert. Habe nicht damit gerechnet, 2011, dass das auch mal in einem größeren Maßstab wirklich Realität werden könnte, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich habe, wie ich von Bitcoin erfahren habe, eher gedacht, dass das eine lustige Spielerei ist für ein paar Nerds und die bauen sich dort ein kleines Netzwerk und es wird auch in dem Rahmen bleiben. Aber siehe da, wie jetzt Alexa gerade gesagt hat, sind wir jetzt in einer Phase, wo ein Bitcoin, also einer dieser virtuellen Einheiten, die ja eigentlich nichts wert sein dürften, um die 4000 Euro wert sind. Und warum das so ist und was Bitcoin ist und was dahinter liegt, möchte ich versuchen, euch zu erklären, wobei ich wahrscheinlich davon ausgehe, dass eh schon viel Wissen da sein wird. Deswegen möchte ich mal kurz abfragen, wo wir da denn stehen. Wer von euch hat denn Bitcoins oder besitzt irgendeine Form von digitalen Währungen? Okay. 3 von, wie viel sind wir? 15? Okay. Wer weiß ungefähr oder glaubt zu wissen, was Bitcoin ist? Okay, gut. Na, dann können wir ein bisschen was erklären. Wenn jetzt alle Hände hochgegangen wären, dann hätten wir uns ein bisschen was ersparen können. Okay, super. Ganz kurz zu meiner Firma. Die Firma heißt Coinfinity. Im Nachhinein gesehen, wir haben die 2014 gegründet, im Nachhinein gesehen ein schlechter Name, weil jede Bitcoin-Firma entweder irgendwas mit Coin oder Bit heißt und die sind leider leicht verwechselbar. Aber okay, jetzt sind wir da bei dem Namen. Wir machen 2 Sachen. Das eine ist, wir nennen uns Bitcoin Broker oder Händler, das heißt, wir handeln mit Bitcoins und anderen digitalen Währungen. Man kann bei uns Bitcoins kaufen, bei uns im Shop, in einem Bitcoin-Automaten, wo man mit Bargeld Bitcoins kaufen kann, aber auch über unsere Website oder über ein Produkt, das heißt Bitcoin Bon, wo man in allen Trafiken Österreichs und in über 1000 Tankstellen so Vouchers kaufen kann, Gutscheincodes, die man dann für Bitcoin einlösen kann. Das ist ein großer Teil dessen, was wir machen. Einfach Handel mit Bitcoin. Und das andere, was wir machen, ist, wir beraten Firmen und helfen bei dem Aufsetzen von Prototypen, wenn es in Richtung geht, jemand will etwas mit Blockchain-Technologie machen. Wobei ich sagen muss, dass dieses Schlagwort Blockchain-Technologie eigentlich sehr, sehr schlecht ist, weil es viel zu allzu umfassend ist. Also das wäre so, als würde man davon reden, wir machen was mit Internet-Technologie. Ja gut, das kann alles sein. Macht jetzt was mit E-Mail oder macht jetzt was mit einem Browser oder macht ihr was mit HTTPS oder was auch immer. Aber derzeit muss man verstehen, dass dieses Wort Blockchain in aller Munde ist. Wie das zusammenhängt, werde ich dann noch erklären. Aber so viel nur ganz kurz dazu, was unsere Firma macht. Gut, dieses Bild hier soll eine Analogie sein oder soll bildlich beschreiben, was Blockchain ist. Das ist ein Vogelschwarm. Und wer schon mal so einen Vogelschwarm am Himmel gesehen hat, der wird das ähnlich wie ich vielleicht faszinierend finden, dass da so ein Gebilde aus Hunderten oder Tausenden von Vögeln von außen betrachtet ausschaut wie ein großer Organismus, der sich irgendwie durch Zauberhand auf wundersame Art und Weise so bewegt, als würde dort drinnen jemand irgendwie die Fäden ziehen. Diese Muster, die diese Schwärme bilden und dieses Verhalten, das von außen ausschaut wie ein einzelner Organismus, wird aber nicht zentralisiert gesteuert. Also es gibt da jetzt nicht irgendeinen Leitvogel, oder irgendjemand im Hintergrund, der quasi die Fäden zieht und das anleitet, sondern das kommt dadurch zustande, dass jeder dieser Vögel, jeder dieser Teilnehmer in diesem Vogelschwarm einem eingebauten Regelwerk folgt. Da gibt es auch wissenschaftliche Studien dazu, wie das funktioniert. Warum ist das jetzt analog zu Blockchain-Technologie zu sehen? Weil es bei Bitcoin, was eine Anwendung von Blockchain ist, ähnlich ist. Es gibt bei Bitcoin keinen zentralen Steuermann, der die Regeln vorgeben würde oder der sagen würde, wir müssen in diese Richtung marschieren, sondern es gibt nur Teilnehmer, die sich auf ein Regelwerk geeinigt haben und diesem internen Regelwerk folgen. Und dadurch kommt die Bitcoin-Gemeinde, oder wenn man es ein bisschen abstrakter ausdrückt, diejenigen, die eine Blockchain-Technologie verwenden, zu einem globalen Konsens. Sie können sich auf eine globale Wahrheit einigen, ohne dass es dazu jemanden in der Mitte bräuchte, der diese Wahrheit weiterschreibt. Und das ist das eigentliche Neue und das eigentlich Revolutionäre an diesem Thema Bitcoin und Blockchain-Technologie. Wenn man das jetzt im geschichtlichen Kontext sieht, könnte man sagen, dass wir bisher im Internet der Informationen gelebt haben. Das ganz normale Internet, das jeder von uns kennt. Also wir haben die Möglichkeit, Informationen von A nach B zu schicken, ganz schnell, quer um den Globus, ohne Grenzen. Haben dabei aber auch den großen Vorteil oder Schrägstrich Nachteil, warum das ein Nachteil sein könnte, hören wir gleich, dass wir Dateien beliebig oft kopieren können, was ja auch Sinn macht. Und ich kann ein PDF, das bei mir am Rechner liegt, an
1000 E-Mail-Adressen verschicken und jeder hat eine identische Kopie dieser Datei. Ist im Prinzip einmal was Gutes. Aber ist dann ein Problem, wenn ich versuche, echte Werte rein digital abzubilden. Man könnte zum Beispiel sagen, ich mache eine Datei und diese Datei heißt 100 Euro oder was auch immer und steht dann für einen monetären Wert von 100 Euro. Könnte ich in einem ersten Schritt ja mal machen und dann diese Datei weiter verschicken und jeder, der die Datei dann hat, der hat auch die Möglichkeit, das dann für 100 Euro zu verwenden. Jetzt habe ich aber das Problem, wenn ich das jetzt zweimal weiter verschicken kann oder viermal weiter verschicken kann, kann es nicht funktionieren, weil Geld sollte ja nicht kopierbar sein. Das ist auch der Grund, warum bis zur Erfindung von Bitcoin es sowas wie einen echten digitalen Wertträger nicht gegeben hat. Das gibt es erst seit der Erfindung von Bitcoin. Durch dieses sogenannte Double Spending Problem wurde das verhindert. Man hat daher bis 2010 ungefähr immer die Lösung, die klassische Lösung des Intermediärs gebraucht. Das klingt jetzt alles ein bisschen abstrakt. Für uns ist das ja das, womit wir aufgewachsen sind und völlig normal. Das heißt, wir brauchen, um über die Ferne einen Werttransfer zu machen, immer jemanden, der in der Mitte steht und diesen Werttransfer quasi beaufsichtigt und dafür sorgt, dass dieser Werttransfer funktioniert. Sei das jetzt eine Bank, sei das ein Notar, ein Treuhänder, ein Kreditkarteninstitut, PayPal, was auch immer. Wir brauchen sowas nicht, wenn wir uns im gleichen Raum befinden und ich sage, ich gebe jemandem von euch auf einen 100-Euro-Schein in die Hand, können wir das ohne Intermediär machen oder eine Goldmütze. Sobald wir aber uns nicht mehr im selben Raum befinden und das übers Internet machen wollen, brauchen wir oder brauchten wir bisher immer einen Intermediär. Mit der Erfindung von Bitcoin und gleichzeitig auch mit der Erfindung der Blockchain ist dieses Problem gelöst worden. Und man könnte jetzt sagen, dass man in einem geschichtlichen Kontext seit der Erfindung von Bitcoin uns jetzt auch im Internet der Werte befinden. Das heißt, wir können übers Internet jetzt nicht nur mehr Informationen verschicken, sondern auch echte Werte, die nur digital repräsentiert sind. Ohne Intermediäre. Das ist die große Neuerung. Das heißt, wir schaffen es das erste Mal, Assets rein digital zu haben, mit dem großen Vorteil, dass diese Assets nicht kopierbar sind. Unter Asset meine ich jetzt einfach nur einen digitalen Wertträger, wie zum Beispiel Bitcoin. Ich kann einen Bitcoin nicht einfach nach Belieben kopieren. Das ist auch ein Teil dessen, warum Bitcoin jetzt so viel wert ist, weil das eine Eigenschaft von Bitcoin ist, die es zu einer guten Möglichkeit macht, Werte zu übertragen. Gut. Ich beginne ein bisschen abstrakter mit Blockchain und komme dann später auf Bitcoin zu sprechen. Manchmal mache ich es umgekehrt, aber ich glaube, in dem Fall macht es Sinn. Was ist also diese Blockchain-Technologie, die Bitcoin funktionieren macht? In Wirklichkeit ist es nicht schwer zu verstehen. Diese Blockchain im Falle von Bitcoin ist eine Datenbank. In dieser Datenbank sind alle Bitcoin-Transaktionen vom Tage 0, also ungefähr 2009, bis heute gespeichert. Aus diesen Transaktionen kann man sich quasi dann die Kontostände der einzelnen Bitcoin-Benutzer errechnen. Und jetzt ist es so, dass diese Datenbank jetzt nicht zentralisiert bei einem Teilnehmer liegen würde, bei einer Bank oder bei einem Notar oder wo auch immer, sondern die liegt verteilt auf alle Teilnehmer im Bitcoin-System. Jeder Teilnehmer im Bitcoin-System, der den vollwertigen Referenz-Client am Laufen hat, hat eine identische Kopie dieser Datenbank bei sich am Rechner. Das heißt, wir haben das alte System, nehmen wir jetzt einmal das alte System bei einer Bank, ist es so, ich habe auch eine Datenbank, die ist da in der Mitte. In dieser Datenbank steht, welches Kontoguthaben welcher Bankkunde gerade momentan hat. Zugriff auf diese Datenbank hat aber klarerweise nur die Bank. Man kann von außen darauf zugreifen, wenn man die Berechtigung hat oder wenn man Bankkunde hat, kann man in sein eigenes Konto reinschauen, aber nur ein zentralisierter Player verwaltet diese Datenbank. Im Falle von Bitcoin ist das Ding genau umgekehrt. Wir haben ganz, ganz viele Knoten und jeder dieser Knoten hat eine identische Kopie genau dieser Datenbank. In dem Fall stehen dort aber quasi die Kontostände der Bitcoin-Benutzer drinnen in Form von Bitcoins. Jetzt könnte man sich natürlich überlegen, schön und gut, aber wie soll das funktionieren? Wie kann ich eine Datenbank synchron halten, wenn es keine zentralisierte Stelle gibt, die dort reinschreiben darf? Wie geht das? Und das ist auch computerwissenschaftlich gar nicht so leicht, weil es irgendeinen Synchronisierungsmechanismus geben muss. Weil wenn einer irgendwo was reinschreibt, woher wissen die anderen, dass man da weiterschreiben darf? Und das ist im Falle von Bitcoin über das sogenannte Bitcoin-Mining gewährleistet. Das, was diese Box hier nicht tut, was ich ursprünglich dachte, was sie tut, die macht Trading. Aber es gibt ganz, ganz viele private Rechner und auch inzwischen gewerbliche Rechenzentren, die sogenanntes Bitcoin-Mining betreiben. Jetzt weiß ich nicht, sollen wir das Bitcoin-Mining kurz ansprechen oder weiß jeder, worum es da geht? Das Bitcoin-Mining hat zwei Funktionen. Auf der einen Seite ist die Funktion, diese dezentrale Datenbank synchron zu halten. Das geschieht dadurch, dass man dem
Netzwerk, dem Bitcoin-Netzwerk, Rechenleistung zur Verfügung stellt. Also ich könnte im einfachsten Fall jetzt zum Beispiel auf meinem MacBook, weil ich glaube eh sowieso der Einzige bin, der so eine Maschine hat, einen Bitcoin-Mining-Client installieren, der dann die quasi überschüssige Rechenleistung ins Bitcoin-Netzwerk reinsteckt und Transaktionen verifiziert und an dieser Blockchain weiterschreibt. Das würde bedeuten, dass mein Computer dann mit Volllast, CPU wird auf 100% laufen, versucht, einen neuen Block für die Bitcoin-Blockchain zu finden. Auf der anderen Seite würde ich das jetzt vielleicht aus Idealismus machen, weil ich das Netzwerk unterstützen möchte, aber ein normaler Mensch würde das nicht machen, weil er hat Opportunitätskosten, er kann den Computer für nichts anderes verwenden, er hat hohe Stromkosten. Das heißt, die allermeisten Menschen würden das natürlich nicht machen, machen es aber trotzdem, weil es einen Anreiz gibt. Man bekommt, einfach ausgedrückt, proportional zur eingesetzten Rechenleistung einen kleinen Anteil der neu erzeugten Bitcoins. Das heißt, man wird dafür belohnt, dem Netzwerk Rechenleistung zur Verfügung zu stellen. Und wenn man sich das anschaut, wie dieses Bitcoin-Mining-Netzwerk in den letzten Jahren gewachsen ist, ist das unglaublich. Es gibt dazu Statistiken. Schauen wir mal da rein in die Charts. Wo sind wir hier? Mining Information. Das ist die Hash Rate. Die schaut so aus, das schaut jetzt nicht so beeindruckend aus, aber wie ich von Bitcoin erfahren habe, 2011, habe ich mal überlegt, ob ich Bitcoin Mining betreiben soll und habe es dann von dem Zeitpunkt bis ungefähr 2013 gemacht und war da jetzt, ich war jetzt kein global wichtiger Player, aber ich habe mir selber gedacht, ich habe einen sehr, sehr großen Anteil der Hashing Power. Das, was da passiert ist vor 2015, das ist da gar nicht mehr sichtbar. Das heißt, es ist explodiert. Und wenn man, übrigens, dieses Bitcoin Mining, man kann es in 5 Minuten leider nicht erklären. Es funktioniert im Grunde so. Man darf hier in dem Rahmen ein bisschen technisch sein, oder? Nehme ich an. Es funktioniert im Grunde so. Wir haben hier eine Website, die heißt blockchain.info. Diese Website ist eigentlich nichts anderes als ein Browser für die Blockchain. Wie gesagt, die Blockchain ist eine Datei, die ist inzwischen ungefähr 150 Gigabyte groß. Die habe ich im besten Fall bei mir lokal am Rechner gespeichert und dort sind alle Transaktionen der Vergangenheit gespeichert. Und über diese Website hier, das ist nur eine von vielen, das ist ein sogenannter Block Explorer, kann ich in dieser Blockchain herumsurfen und kann mir anschauen, was passiert ist. Ich habe hier zum Beispiel, vor 28 Minuten ist ein Block erzeugt worden. Block Nummer 483.120. Was ist so ein Block? Ein Block ist folgendes. In einem Block, das kann man sich vorstellen, das ist wie so eine Art Schuhschachtel. Und in dieser Schuhschachtel sind die Transaktionen, Bitcoin-Transaktionen reingepackt, die seit dem letzten Block entstanden sind. Wenn ich jetzt eine Bitcoin-Transaktion machen würde, würde ich meine Wallet öffnen, das ist zum Beispiel eine App am Telefon, und würde jemandem anders Bitcoins schicken. Das schaut so aus, dass meine Wallet an die verbundenen Nodes, also meistens sind das so 6 bis 8 Nodes, mit denen man verbunden ist, eine signierte Transaktion schickt und dann wissen diese anderen Nodes davon und die leiten es dann wiederum an die anderen Nodes weiter, bis so das ganze Netzwerk mal von einer Transaktion weiß. Und jetzt schwirren so im Raum, sagen wir mal, 1000, 2000 Transaktionen herum. Und ein Bitcoin-Miner macht Folgendes, er nimmt diese Transaktionen und wirft sie in diese Schuhschachtel hinein, wirft zusätzlich noch eine Zufallszahl hinein und versucht dann über diese Datenmenge einen Hash zu machen. Und zwar einen bestimmten Hash, nämlich SHA-256, also SHA-256. Das ist einfach ein bestimmter Hashing-Algorithmus. Muss ich erklären, was eine Hashing-Funktion ist? Oder prinzipiell könnte man sagen, dass man da über eine Datenmenge einfach einen Fingerabdruck machen kann, über einen Hashing-Algorithmus, der eindeutig ist für eine bestimmte Datenmenge. Und jetzt ist es so, dass dieser Block zum Beispiel diesen Hashwert hat. Der Hashwert wurde gebildet über die Transaktionen, die in dem Block sind, über eine Zufallszahl und über den Hash des vorigen Blocks. Und was da auffällt ist, dass dieser Block mit einer ziemlich großen Anzahl von Nullen beginnt. Das ist jetzt kein Zufall, sondern das ist ein Kriterium. Und zwar ist dieses Bitcoin-Mining so darauf ausgelegt, dass der Bitcoin-Miner ganz, ganz viele verschiedene Versuche macht, bis er einen Hash findet, der eine bestimmte Anzahl von Nullen am Anfang hat. Und diese Anzahl von Nullen ist abhängig davon, wie viel Rechenleistung gerade im Mining-Netzwerk ist. Das heißt, wenn viele, viele Menschen Bitcoin-Mining betreiben, dann wird der Parameter der Schwierigkeit erhöht und der Bitcoin-Miner muss mehr Nullen finden. Wenn diese Schwierigkeit fällt, sprich wenn Bitcoin-Miner wieder rausgehen aus dem Netzwerk und die Hashrate sinkt, was durchaus manchmal passiert, dann würde die Schwierigkeit wieder leichter werden und dadurch würde hier die Anzahl der Nullen am Anfang wieder sinken. Das heißt, der Bitcoin-Miner versucht einfach nur einen Hash zu finden. Er macht es folgendermaßen, indem er pro Sekunde Millionen oder Milliarden von Versuchen macht,
bis er durch Zufall einen Hash findet, der diesem Kriterium genügt. Was nämlich viele Menschen oft missverstehen, ist, dass sie glauben, dass beim Bitcoin Mining irgendeine hochkomplexe Rechenaufgabe gemacht wird und am Schluss kommt eine Lösung raus. Das ist nicht so. Bitcoin Mining ist wie Lotto spielen. Man versucht einfach sein Glück und irgendeiner weltweit hat im Durchschnitt alle 10 Minuten das Glück, diesen Hash zu finden und hat dann quasi das Recht, den nächsten Block in die Blockchain reinzuschreiben. Und der nächste Block wäre dann zum Beispiel so ein Block, wo dann ein paar tausend Transaktionen drinnen sind. Und das Interessante ist, dass so ein Hash eindeutig ist auf die Datenmenge. Das heißt, wenn ich jetzt beispielsweise in diesem Block was verändern würde und eine Transaktion rausnehmen würde, würde sich der Hash über diesen ganzen Block ändern und alle anderen könnten nachvollziehen, dass ich da was getrickst habe und dass dieser Block ungültig ist. Und was noch schöner ist, dass, wie ich vorher gesagt habe, in jedem Block auch der Hash des vorigen Blocks drinnen ist. Das heißt, wenn ich irgendwo in meiner Kette dieser Blöcke, was anders ist, ist dieser Blockchain nicht, wenn ich in dieser Kette der Blöcke was verändern würde, zum Beispiel im Block 483.117, quasi 5 Blöcke in der Vergangenheit, wenn ich in diesem Block etwas verändern würde, würde ich damit alle anderen nachfolgenden Blöcke auch ungültig machen. Und wenn man sich das durchüberlegt, dann kommt man zu der Tatsache, dass die Bitcoin-Blockchain sowas wie ein unveränderliches Geschichtsbuch ist. Was dort einmal reingeschrieben wurde, ist mit einer sehr, sehr hohen Wahrscheinlichkeit nicht mehr veränderbar. Und das ist das, was wir hier jetzt mit der Bitcoin-Blockchain vor uns haben. Wir haben ein dezentrales Datenbuch, wo wir... Passt was mit dem Mikro nicht, oder? Okay. So, und herum. Gut. Ja. Was? Ja. Gut, das heißt, um es kurz zu machen, wir haben hier also eine verteilte Datenbank, die auf alle Teilnehmer des Netzwerks verteilt ist, in dem Sinn, dass jeder eine identische Kopie hat. Das ist quasi im Grunde die einfache Erklärung der Blockchain und die Blockchain wird synchron gehalten durch das sogenannte Bitcoin Mining. Das Bitcoin Mining kann jeder von euch betreiben. Ob Sinn machen würde, auf einem MacBook oder auf einem normalen Windows- oder Linux-Rechner Bitcoin Mining zu betreiben, ist eine andere Sache, weil wahrscheinlich die Stromkosten zu hoch sein würden oder de facto auch sind. Aber prinzipiell steht das Mining jedem offen, der da teilnehmen möchte. Was auch wichtig zu verstehen ist, ist, dass diese Datenbank frei zugänglich ist. Jeder kann sich die runterladen, es gibt keine Zugangsbeschränkungen. Ich muss nicht irgendwo anfragen oder ein Konto öffnen oder mich irgendwie verifizieren, sondern ich lade mir das einfach runter und habe es bei mir im Rechner. Sie ist nicht manipulierbar oder nur sehr, sehr schwer manipulierbar. Also wenn ich zum Beispiel etwas zurückrechnen wollte, das, sagen wir mal, 5 oder 6 Blöcke in der Vergangenheit ist, müsste ich diese ganze Rechenleistung, die dort reingesteckt wurde, vom ganzen Netzwerk mindestens aufbringen und könnte dann theoretisch die Blockchain so weit zurückschreiben. Was aber so im Bereich von alles, was 3, 4, 5 Blöcke in der Vergangenheit liegt, wird schon fast unmöglich, bis unmöglich. Das ist auch der Grund, warum der Economist dieses Titelblatt mal rausgegeben hat, Bitcoin Blockchain, the Trust Machine, also quasi sowas wie ein Vertrauensprotokoll oder eine Vertrauensmaschine, ist auch eine schöne Analogie. Eine Blockchain ist eigentlich ein Vertrauensprotokoll, wo sich Menschen weltweit gegenseitig vertrauen können, ohne dass sie dazu eines Mittelsmanns bedürfen. Das ist quasi so ein zusätzliches Protokoll fürs Internet, auf dem Vertrauen abgebildet werden kann. Jetzt ist es so, dass bis vor kurzem dieses ganze Thema Bitcoin und Blockchain im traditionellen Banken- und Finanzbereich nicht sonderlich beliebt war. Seit ungefähr 1,5 Jahren haben auch viele Finanzinstitute entdeckt, dass die Technologie hinter Bitcoin, nämlich die Blockchain, sehr, sehr interessant ist. Die haben aber ein großes Problem damit, dass über dieses Blockchain-Netzwerk jetzt keine staatlichen Währungen verschickt werden, sondern eben Bitcoins. Und sind deswegen eher an der Blockchain-Technologie und an diesem Zahlungsnetzwerkcharakter interessiert. Alle diese Banken, und die Liste ist noch viel, viel länger, beschäftigen sich inzwischen intensiv mit dieser Technologie. Aus zwei Gründen. Entweder, weil sie ein bisschen Angst davor haben und sie einfach wappnen wollen, oder weil sie es auch erkannt haben, dass es für sie und die eigenen Geschäftsprozesse auch durchaus interessant sein könnte. Die Deutsche Bank hat das schon 2015 ganz gut auf den Punkt gebracht in einem Paper, wo sie nämlich sagen, die Blockchain-Technologie ist eine der ersten wirklich disruptiven Ideen aus dem Fintech-Bereich. Es könnte zu einem echten Paradigmenwechsel im vorherrschenden Finanzamt kommen, weil viele intermediäre Dienste durch ein Peer-to-Peer-Netzwerk ersetzt werden könnten. Und das finde ich eine gute Aussage. Es ist nämlich nicht so, dass Bitcoin und Blockchain-Technologie jetzt einfach eine weitere App sind, wo man irgendwas einfacher machen kann für Kunden, sondern es geht darum, dass es zu einem Paradigmenwechsel kommt. Das heißt, die Fundamente dessen, was wir jetzt als gegebenes Finanzsystem
ansehen, die Fundamente werden derzeit verändert und alles, was darauf aufbaut. Und das ist, glaube ich, eine ganz gute Beschreibung. Wir sind hier noch am Anfang und ich werde später auch noch ein paar Beispiele bringen, warum ich glaube, dass es dann vielleicht relativ schnell geht. Aber es geht nicht darum, dass wir da ein bisschen was an den Ecken und Enden schrauben, sondern es geht darum, dass wir hier wirklich ganz tief an der Basis was fundamental anders machen. Das ist aus einem Report der EZB. Da geht es um einen Securities, also um einen Wertpapierhandel. Der schaut derzeit so aus. Da hat man ganz viele verschiedene Beteiligte. Ein Broker, eine Clearing Layer, ein Settlement Layer, eine ausgebende Stelle, verschiedene andere Behörden. Auf Basis einer Blockchain würde dieser Securities-Handel so ausschauen. Alle diese Stellen würden wegfallen und dezentral und verteilt auf einer Blockchain abgebildet werden können. Finde ich auch interessant, dass das jetzt von der EZB kommt. Also auch die haben erkannt, in welche Richtung es geht. Abschließend ist noch zum Thema Blockchain generell. Das hier ist eine Grafik von Gartner. Die machen jedes Jahr so eine Bewertung der aufstrebenden Technologien. Sie nennen das den Hype-Cycle, weil sie glauben, dass viele dieser Technologien einen ähnlichen Verlauf haben. Die Blockchain-Technologie, also das sind Dinge drauf wie Robotics, IoT, was weiß ich, Nanotube, Electronics etc. und auch Blockchain-Technologie. Und sie sagen, dass Blockchain-Technologie momentan hier ist, nämlich auf dem Peak of Inflated Expectations, also auf dem Höhepunkt der übertriebenen Erwartungen. Und das stimmt. Also derzeit, wenn man ein bisschen in dem Bereich aktiv ist, derzeit ist unter dem Schlagwort Blockchain-Technologie wird da quasi die Weltverbesserung vorangetrieben. Man kann alles mit Blockchain-Technologie besser machen. Ganz egal welches Problem, dem ist natürlich nicht so. Es gibt bestimmte Anwendungsfälle, wo Blockchain-Technologie sehr viel Sinn macht. Für viele Anwendungen macht es überhaupt keinen Sinn. Und Gartner kommt zum Schluss, dass das 5 bis 10 Jahre noch dauern wird, bis wir hier quasi auf einem Produktivitätsplateau kommen, wo dann wirklich sich die echten Use Cases herauskristallisiert haben. Und ich glaube, das stimmt ungefähr. Also das muss man im Hinterkopf behalten, dass diese Blockchain-Technologie wahrscheinlich noch eine Zeit lang braucht, bis sie wirklich dort ist, wo sie sein könnte. Gut, das war es mal ganz allgemein zum Thema Blockchain. Jetzt möchte ich konkret ins Thema Bitcoin reingehen, weil das ist eigentlich das, worum es heute gehen sollte. 2008 hat ein Herr oder eine Dame oder eine Gruppe von Menschen namens Satoshi Nakamoto dieses White Paper rausgegeben. Hat nur 10 Seiten, ist ein PDF, kann man sich durchlesen, ist relativ einfach verständlich, vor allem wenn man einen technischen Hintergrund hat, ist er so leicht verständlich. Es hat geheißen Bitcoin, a Peer-to-Peer Electronic Cash System. Und das ist es eigentlich. Ein elektronisches Bargeldsystem ohne Mittelsmann, Peer-to-Peer. Übrigens, was auch interessant ist, dass dieser Satoshi Nakamoto, das ist ein Pseudonym, wer weiß nicht, wer das ist, ist bis heute unbekannt geblieben. Was meiner Meinung nach gut und schlau ist, dass man nicht weiß, wer es ist, weil sonst hätte man vielleicht einen Angriffspunkt, wenn man so quasi sagt, man hat den Erfinder. Wie auch immer das dieser Herr oder diese Dame geschafft hat, über so lange Zeit unerkannt zu bleiben, ist mir ein Rätsel, aber es ging. Vor allem, weil man verstehen muss, dass in diesem White Paper, in diesem PDF, noch bevor das System überhaupt produktiv im Einsatz war, eigentlich die ganzen Grundlagen schon dargestellt wurden. Das heißt, das ist intellektuell eine wahnsinnige Meisterleistung. Also meine Meinung ist, dass es eine Gruppe von Leuten sein muss, weil es für einen einfach zu viel Denkarbeit wäre. Aber gut, man weiß es nicht. Jetzt würde ich gerne kurz demonstrieren, wie eine Bitcoin-Transaktion funktioniert. Wenn ich auch dazu sagen muss, dass ich es ungern mache, weil es derzeit sehr, sehr teuer ist. Aber ich mache es trotzdem. Weil es ja eine Spende an die BitGift Foundation ist, also insofern ist es schon in Ordnung. Was ich hier jetzt mache, ist eine Checkout-Screen zu öffnen. Das ist jetzt wie gesagt eine Spende an eine Charity-Organisation, könnte aber genauso auf irgendeiner Website ein Checkout-Screen sein, wenn ich mir ein Buch kaufe oder MP3 oder was auch immer. Ich sehe hier einen QR-Code und in diesen QR-Code hineinkodiert sind zwei Dinge. Das eine ist der Bitcoin-Betrag, den ich momentan dafür bezahlen müsste oder der jetzt quasi angefordert wird, 0,0018 Bitcoins und hier unten die Bitcoin-Adresse. Und die Bitcoin-Adresse ist mehr oder weniger das Äquivalent zur IBAN im Bankensystem, quasi das ist die Empfängeradresse, an die ich jetzt die Bitcoins schicken werde. Und wie ich das mache, ist folgendermaßen, ich habe hier mein Telefon und auf meinem Telefon habe ich auch eine Bitcoin-Wallet, das ist nur eine App und mit dieser App kann ich Bitcoins senden und empfangen. Und die werde ich jetzt mal öffnen und dann eine Transaktion machen. Das geht folgendermaßen, es ist relativ einfach. Ich scanne jetzt einfach diesen QR-Code bei meiner App ab, leider seht ihr das nicht, aber und habe hier dann nochmal eine Übersicht, wie viel zu bezahlen ist, was das an Gebühren kostet, derzeit relativ viel, warum das ist, kann man dann später noch besprechen.
Und meine Wallet macht jetzt quasi einen Broadcast ins Netzwerk und zack, ist bezahlt worden. Und da sieht man jetzt, dass eine Bitcoin-Transaktion recht schnell geht. Eigentlich nur so schnell, wie es braucht, dass sich die Information einmal um den Globus verbreitet. Das Schöne ist, der Händler könnte, sobald diese Transaktion in der Bitcoin-Blockchain festgeschrieben ist, was durchaus mal 10 Minuten dauern kann oder auch länger, wenn man zu wenig Gebühren anhängt, aber der Händler kann die Ware dann sofort verschicken. Was im Gegensatz zu einer Kreditkartentransaktion oder ähnlichen Transaktionen durchaus nicht der Fall ist. Weil Kreditkartentransaktionen können 30 oder 60 Tage rückgebucht werden, auch Banktransaktionen sind durchaus rückbuchbar. Das heißt, wir haben hier mit Bitcoin eine Möglichkeit, sowas wie Äquivalenz zum Bargeld übers Internet zu machen. Also ich habe hier dem Händler einfach einen bestimmten Bitcoin-Betrag rübergeschoben und den hat er dann. Da gibt es auch keine Möglichkeit mehr, das rückzubuchen. Das ist aus Sicht des Händlers natürlich ein großer Vorteil. Aus Sicht des Sendenden, aus Sicht des Konsumenten, der etwas kauft, kann es durchaus auch ein Nachteil sein, muss man ehrlicherweise sagen. Weil ich ja keine Möglichkeit mehr habe, jetzt bei irgendeiner dritten Stelle anzurufen und zu sagen, na, da hat was nicht funktioniert, bitte mach Zurückbuchung. Ich könnte mich nur direkt an den Empfänger wenden und sagen, bitte schick mir das wieder zurück, weil es hat was nicht funktioniert. Also das muss man im Hinterkopf behalten, dass eine Bitcoin-Transaktion, die einmal wirklich in der Blockchain festgeschrieben ist, die ist dann wirklich fix. Da gibt es dann auch kein Drehen und Wenden mehr. Gut, gemacht habe ich das jetzt mit einer Bitcoin-Wallet. Die Wallet ist eine digitale Geldbörse, könnte man sagen, und ist eine Sammlung von Adressen. Eine Wallet kann nämlich viel mehr als nur eine Bitcoin-Adresse enthalten. Also ich habe vorher gesehen, dass da eine Adresse angegeben war, aber diese Adresse wurde für diesen einen Geschäftsfall kreiert. Eine Wallet kann hunderte, tausende oder von hunderttausende von Adressen enthalten. Das hier nochmal, um es zu zeigen, ist eine Bitcoin-Adresse. Das ist der öffentliche Schlüssel eines Schlüsselpaars. Und dazu zugehörig gibt es immer auch einen privaten Schlüssel. Der private Schlüssel ist, wie schon im Wort steckt, privat zu halten, weil mit diesem privaten Schlüssel kann ich eine Transaktion signieren und kann mich quasi gegenüber dem Bitcoin-Netzwerk als rechtmäßiger Eigentümer der Bitcoins, die auf dieser Adresse liegen, ausweisen. Ja, da fotografiert schon wer den privaten Schlüssel. Das Interessante ist nämlich, dass auf der Adresse sogar ein bisschen was drauf liegt. Also man könnte mich jetzt berauben, und bitte auch darum, das zu machen, wenn es Spaß macht. Derjenige, der diesen privaten Schlüssel hat, hat Zugriff auf die Bitcoins. Und das kann man gar nicht oft genug betonen. Das ist das Herzstück dessen, was man hat, wenn man Bitcoins besitzt. Man besitzt im Grunde keine Bitcoins, man besitzt private Schlüssel zu Bitcoin-Adressen, auf denen Bitcoins liegen. Kann man analog dazu auch irgendwie so betrachten, die Bitcoin-Adresse ist irgendwie wie ein Schließfach, das durchaus, oder sagen wir ein gläsernes Schließfach, weil jeder, der diese Bitcoin-Adresse kennt, kann auf einem Block Explorer nachschauen, wie viele Bitcoins dahinter liegen. Also Bitcoin-Adresse ist ein gläsernes Schließfach, aber man kann reinschauen an die und reinschauen, wie viele Bitcoins dahinter liegen, aber man kommt nicht dran, außer man hat den privaten Schlüssel. Und das ist auch wichtig zu verstehen, dass viele Wallets oder viele Menschen glauben, Bitcoins zu besitzen, besitzen die Bitcoins aber gar nicht. Wenn ich jetzt zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ich das jetzt da habe, genau, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Online-Wallet im Web verwende, wo ich mich mit Username und Passwort anmelde, dann ist bei den allermeisten dieser Wallets nicht gegeben, dass ich selber die Private Keys besitze, sondern die Private Keys liegen dann auf einer Website, die von einer Firma betrieben wird, und diese Firma verwaltet meine Private Keys und damit auch meine Bitcoins. Und das muss man immer im Hinterkopf behalten, und da gibt es auch das schöne Wort, nur wenn man die Private Keys selber besitzt, besitzt man selber die Bitcoins. Und jeder, der langfristig daran interessiert ist, Bitcoins zu halten, sollte unbedingt sicherstellen, dass er selber die Private Keys kennt. Bei den meisten Apps auf einem Smartphone ist das der Fall, bei den meisten Programmen und Wallets, die man sich am Desktop-Computer installieren kann, ist das auch der Fall. Bei den allermeisten Online-Wallets im Web ist es aber nicht der Fall. Da muss man einfach selber überlegen, ob man seine Bitcoins jemand anderen anvertraut oder nicht. Es gibt auch sogenannte Hardware-Wallets, und ich habe da eine zumindest verpackt mit. Gibt es zum Beispiel den Trezor, Trezor geschrieben mit Z. Kann ich persönlich empfehlen, verwende ich selber. Es gibt für nichts hundertprozentige Sicherheit, aber damit fühle ich mich selber noch am sichersten, sagen wir mal so. Das ist ein Gerät, das physisch und von der Chip-Architektur schon so gestaltet ist, dass es eigentlich nichts anderes machen kann, außer Private Keys verwalten und Bitcoin-Transaktionen signieren. So ein Gerät kann man durchaus an einen Computer anstecken, der voller Viren und Trojaner ist, also selbst auf einem Windows-PC von irgendeiner, keine Ahnung, nicht so technisch affinen Person, kann man dieses Gerät anstecken und kann man damit sicher Bitcoin-Transaktionen durchführen. Und was man schon verstehen muss,
Private Keys können natürlich gestohlen werden, so wie mir da jetzt möglicherweise der Private Key gestohlen wurde, weil ich ihn natürlich öffentlich gemacht habe, kann auch von einer Wallet, die auf einem Computer ist und auf die man Zugriff hat über irgendeinen Keylogger oder was auch immer, können natürlich die Private Keys gestohlen werden. Deswegen sollte man natürlich schauen, dass man diese Private Keys möglichst sicher hält. Und dafür ist so eine Hardware-Wallet durchaus gut geeignet. Es gibt auch sogenannte Paper-Wallets, denn im Prinzip ist dieser Private Key ja nichts anderes als diese Zeichenkette, die wir da aufgeschrieben haben. Und in erster Linie ist es eigentlich nichts anderes als eine Zufallszahl. Ein Private Key ist nichts anderes als eine große Zufallszahl zwischen 0 und 2 hoch 255. Irgendwo dazwischen ist ein Private Key angesiedelt und den kann man sich eigentlich ausdrucken im Prinzip. Und wenn man den so generiert, dass dieser Private Key nirgendwo anders als auf dieser Paper Wallet, also auf diesem Ausdruck ist und den dann in einen Safe legt, hat man eine andere Möglichkeit, wie man seine Bitcoins absichern kann, ohne dass man überhaupt jemals im Internet sein muss. Ist auch eine interessante Möglichkeit, muss man sich halt natürlich Gedanken über die Details machen. Wo hat man diesen Private Key generiert? Wie war die Entropie für die Zufallszahlengenerierung? Hat möglicherweise der Drucker einen Speicher gehabt, etc. Also es wird dann ein bisschen kompliziert, aber man kann es, wenn man es richtig machen möchte, durchaus auch als rein physisches Produkt abspeichern. Ich empfehle persönlich meistens diese Wallet für Smartphones, die nennt sich CoPay. Mycelium ist auch eine gute Wallet für Android. Im Prinzip gibt es zig verschiedene Wallets, jede mit Vor- und Nachteilen. Die habe ich langjährig im Einsatz, finde ich persönlich gut, aber man kann natürlich verschiedene auch testen. Das wäre aber meine Empfehlung. Ja, dieser inoffizielle Slogan von Bitcoin, Be Your Own Bank, also sei deine eigene Bank, hat zwei Seiten. Die Medaille hat wie immer zwei Seiten. Das heißt, ich habe sehr viele Freiheiten. Denn nur ich selber kontrolliere mein Geld. Niemand kann mehr, wenn ich es gut absichere, reingreifen und mir was wegnehmen. Auf der anderen Seite habe ich aber große Verantwortung. Wenn ich einen Fehler mache und wenn ich meine Private Keys verliere, gibt es keine Bank, wo ich anrufen könnte und mich beschweren könnte. Das heißt, es ist ein zweischneidiges Schwert, wo man sich schon Gedanken machen sollte, ob man das so verwendet. Das ist wirklich wichtig zu verstehen. Die allermeisten modernen Wallets, die man installieren kann, fordern zu Beginn oder irgendwann im Laufe der Installation den User auf ein Backup zu erstellen. Und ich kann es nicht oft genug betonen, das bitte zu machen. Derjenige, der sich vielleicht später eine Bitcoin-Wallet installiert oder der schon eine hat, bitte unbedingt das Backup erstellen. Meistens schaut es so aus, dass man 12 englische Wörter aufschreiben kann. Also das ist quasi dann der Master-Seed für diese Wallet. 12 englische Wörter, Dictionary-Wörter, die zufällig gewählt wurden. Die schreibt man sich auf ein Blatt Papier, legt man ins Safe oder zu den Dokumenten. Dann hat man die Gewissheit, dass man im Falle des Verlustes, zum Beispiel, wenn man das Telefon verlieren sollte, oder auch wenn es gestohlen wird, dass man jederzeit auch wieder an seine Bitcoins ankommt. Also bitte wirklich immer Backup erstellen. Gut, das haben wir schon ganz kurz besprochen, wie so eine Bitcoin-Transaktion ausschaut. Also im Grunde ist es so, dass man mit dem privaten Schlüssel eine Transaktion signiert, die an die anderen Nodes weiterleitet. Diese Nodes überprüfen das auch, weil man kann anhand dieser digitalen Signatur überprüfen, ob ich überhaupt im Besitz des Private Keys für diese Bitcoin-Transaktion war. Und das ganze Signieren geht über so eine elliptische Kurve. Also bei Bitcoin gibt es viele verschiedene Dinge. Es wird oft davon gesprochen, also ja, es gibt bei Bitcoin diesen Verschlüsselungsmechanismus. Das ist eigentlich im Grunde ein bisschen ein Blödsinn. Es gibt ganz viele verschiedene Algorithmen, die verwendet werden, zum Beispiel eine bestimmte elliptische Kurve für signierende Transaktionen. Dann gibt es diesen SHA-256 Hashing-Algorithmus beim Bitcoin-Mining. Und so gibt es eine Vielzahl von unterschiedlichen Dingen und es ist eigentlich ein Sammelsurium. Also es gibt jetzt nicht diese eine Bitcoin-Technologie, sondern es ist ein Sammelsurium aus unterschiedlichsten Algorithmen und Prozessen. Das können wir vielleicht überspringen. Würde jetzt zu weit führen, das überspringe ich jetzt. Da wollte ich nur was anderes erklären. Da hüpfen wir drüber. Gut. Und jetzt möchte ich Bitcoin ein bisschen aus einem, sagen wir so, politischen, geldtheoretischen Hintergrund beleuchten. Wenn wir von Bitcoin sprechen, übrigens, wenn es Fragen gibt, bitte sofort fragen, ist ja zu ruhig. Also, vielleicht wisst ihr alles oder, ja, aber sonst gerne jederzeit zwischenfragen. Wenn wir von Bitcoin sprechen, sprechen wir, ich habe es schon kurz angedeutet, eigentlich von zwei Dingen, die mit dem gleichen Wort bezeichnet sind. Nämlich das eine ist dieses dezentrale Zahlungsnetzwerk, das aus den ganzen Teilnehmern besteht, die miteinander Transaktionen abwickeln. Und dieses Zahlungsnetzwerk hat bestimmte Eigenschaften, nämlich dass es Peer-to-Peer funktioniert, das wissen wir schon, dass die Transaktionen relativ schnell sind, dass es eine sehr niedrige Einstiegsschwelle hat, das muss man mal bedenken. Es gibt keine großen Hindernisse, um Bitcoin zu verwenden. Natürlich A, man braucht Internetzugang, das ist klar, ohne Internetzugang funktioniert das nicht, und B, man braucht irgendein internetfähiges Gerät. Und wenn man sich überlegt, wie rasant das Internet auch in sogenannten unterentwickelten Teilen dieser Welt wächst,
dann ist das schon interessant, wenn man sich mal überlegt, ob nicht vielleicht irgendjemand, der irgendwo in Uganda sitzt oder keine Ahnung, in Indonesien ohne Zugang zu einem Bankkonto, wenn der Internetzugang hat und ein Handy hat, hat er plötzlich Zugang zum gleichen Transaktionssystem wie wir hier in unserer westlichen Welt. Das heißt, wir haben hier plötzlich ein globales Transaktionsnetzwerk, das jedem offen steht, der Internetzugang hat. Das gab es bisher nicht. Es gab zwar das Internet, okay, aber es gab kein Transaktionssystem. Bankensystem ist höchst elitär. Also das, was wir hier verwenden, ist dem Großteil der Menschen gar nicht mal zugänglich. Das heißt, wir haben hier ein gleiches Transaktionsnetzwerk, sowohl für die hochentwickelten als auch für die nicht so hochentwickelten Länder dieser Erde. Auch für Personen ohne Bankkonto. Und was noch wichtig ist, Bitcoin-Transaktionen sind weltweit möglich überall dort, wo Internet verfügbar ist. Es gibt dort keine Kapitalverkehrskontrollen, keine Grenzen oder keine juristischen Barrieren. Man kann von hier nach Nigeria Geld schicken oder von hier in den Iran. Und das macht es natürlich schon interessant, weil wir hier plötzlich die Möglichkeiten haben, quasi global zu interagieren, erstmals. Was nämlich heute trotz Internet gar nicht so einfach möglich ist. Also ich habe das selber auch erfahren. Ich habe zum Beispiel mal einen Programmierer in der Ukraine bezahlen wollen über PayPal, das ging nicht. Weil Ukraine da natürlich auf bestimmten Listen steht und das war mir einfach nicht möglich, denn über PayPal zu bezahlen. Beim Bankenweg wäre es auch relativ kompliziert gewesen. Sowas geht über Bitcoin in der Snap, kann man sagen. Und was ich wahrscheinlich hier nicht erwähnen brauche, aber ich sage es trotzdem nochmal, ganz wichtiger Faktor von Bitcoin ist, dass es Open Source ist. Das ganze Bitcoin-Client, das ganze Regelwerk, wie Bitcoin funktioniert, jede Programmierzeile ist Open Source. Das heißt, es gibt dort nichts, was quasi im Geheimen ablaufen würde. Wer möchte, kann sich den Source Code durchschauen, kann versuchen, das ganze System zu verstehen und weiß dann auch ganz genau, so funktioniert es. Und da gibt es keine Regel, die nicht bekannt wäre. Gut, und auf der anderen Seite, neben diesem Zahlungsnetzwerk, haben wir mit dem Begriff Bitcoin auch noch die Bezeichnung für diesen Wertträger. Denn wenn wir etwas verschicken über das Bitcoin-Netzwerk, verschicken wir eben keine Euro oder Dollar oder eine andere nationale Währung, sondern wir verschicken einen eigenen Wertträger, der heißt auch Bitcoin. Und dieser Wertträger ist das, was jetzt momentan ungefähr 4.000 Euro wert ist. Und das muss man verstehen, dass das im Falle von Bitcoin untrennbar miteinander verbunden ist. Viele Banken und Finanzinstitute versuchen das aufzuspalten. Die hätten gerne den Zahlungsnetzwerkcharakter, nämlich dieses schnelle Übertragen von Transaktionen, wollen aber diesen Werteinheitencharakter von Bitcoin völlig aussparen, weil der für sie nicht kontrollierbar ist. Diese Werteinheit Bitcoin kann man nämlich nicht einfach so nach Belieben, wie man unser derzeitiges Geldsystem inflationieren kann, einfach erhöhen. Wenn wir später noch darauf zu sprechen kommen. Das ist bei Bitcoin untrennbar miteinander verbunden. Hat aber die gleiche Bezeichnung, das muss man im Hinterkopf behalten. Und inzwischen könnte man eigentlich sagen, dass Bitcoin auch sowas wie eine neue Asset-Klasse ist. Also Bitcoin ist auch schon längst angekommen in der Investorenwelt, um es mal so auszudrücken. Auf Wikipedia kann man dazu einiges lesen. Wenn man es irgendwie generalisiert ausdrücken möchte, könnte man von einer digitalen Währung oder Kryptowährung sprechen, wobei das Wort Währung eigentlich falsch ist, weil das eigentlich immer von einem Staat ausgegeben ist, aber es hat sich so etabliert, dass man, wenn man das ein bisschen abstrakter bezeichnen möchte, dass man von digitalen Währungen oder Kryptowährungen spricht. Die Bank of England, eine Zentralbank, die ist irrsinnig progressiv. Die hat dieses Statement abgegeben in einem Paper. Die hat übrigens auch auf der Website sehr, sehr interessante Reports zum Thema Blockchain und Kryptowährungen generell. Die hat, ich glaube, das war schon 2015 oder 2016 in einem Paper, dieses Statement abgegeben: Digitale Währungen sind härteres Geld als ein Goldstandard. Also Bitcoin wäre härteres Geld als Gold selber. Warum ist das so? Weil Bitcoin eine Mengenbegrenzung hat. Und das ist eine ganz wichtige Eigenschaft von Bitcoin. Und auch der Grund, warum viele von Bitcoin als digitalem Gold sprechen. Es gibt nur maximal 21 Millionen Bitcoins. Das ist eine willkürliche Zahl. Die könnte auch 200 Millionen sein, 210 Milliarden oder auch nur 21 Stück. Wichtig zu verstehen ist, dass es bei Bitcoin nie mehr als 21 Millionen Einheiten dieser Wertträger, also Bitcoins, geben kann. Wobei einer dieser Wertträger unterteilbar ist in 100 Millionen Untereinheiten, sogenannten Satoshis, zu Ehren des Satoshi Nakamoto. Also was beim Euro, 1 Euro ist 100 Cent, ist beim Bitcoin, 1 Bitcoin ist 100 Millionen Satoshis. Das heißt, wir haben 21 Millionen mal 100 Millionen Untereinheiten. Es gibt also für jeden Erdenbürger genug, wenn Bitcoin mal sowas wie eine Weltwährung werden sollte. Wobei, das ist zwar derzeit so, aber das wäre auch im Falle des Falles auch nach hinten erweiterbar. Man könnte natürlich aber Nullen einfach anhängen. Wobei, und da kommt dann oft so die Frage, ja gut, aber dann kann man Bitcoin nach Belieben inflationieren. Nein, wenn man nach der Nachkommastelle ein Ding noch
mehr teilbar macht, heißt das nicht, dass das Ding deswegen mehr wird. Also ich kann einen Kuchen in zwei Teile teilen oder auch in tausend Teile. Ich habe zwar jetzt mehr Untereinheiten, aber der Kuchen bleibt nach wie vor gleich groß. Der wird jetzt nicht größer dadurch. Wie viel Prozent sind da gemeint? 3/4 der Bitcoins gibt es schon. Das sieht man auch auf dieser Kurve. Das ist die relativ genaue Kurve, wie Bitcoins über die Zeit in Existenz kommen. Es geht bei Bitcoin nach einem relativ einfachen Prinzip. Diese Unterteilungen hier sind ungefähr 4 Jahreseinheiten. Also das sind 4 Jahre, das sind 4 Jahre, das sind 4 Jahre. In den ersten 4 Jahren wurden alle 10 Minuten statistisch mit jedem erzeugten Block 50 Bitcoins ausgeschüttet. Also wenn ich ein Bitcoin-Miner bin und das glückliche losziehe und einen Block erzeuge, habe ich gleichzeitig mit der Erzeugung damals 50 Bitcoins mir selber gutschreiben können. Das ging 4 Jahre so, bis ungefähr 2012, wo das dann halbiert wurde. Das ist aber alles, jetzt, das ist jetzt nicht so, dass da irgendein Gremium zusammentreffen muss und sagen, wir machen das jetzt, sondern das ist im Protokoll einfach festgelegt. Das läuft auch dezentral, das ist einfach im Regelwerk drinnen. Nach einer bestimmten Anzahl von Blöcken, die so ungefähr alle 4 Jahre erzeugt werden, wird diese Zahl der Bitcoins, die erzeugt wird, halbiert. Dann war eine ungefähr 4 Jahre lange Phase, es war ein bisschen weniger als 4 Jahre, wo 25 Bitcoins pro neuen Bitcoin-Block erzeugt wurden. Und jetzt sind wir in einer Phase, wo 12,5 neue Bitcoins erzeugt wurden. Und wenn man das so aufrechnet, dann gibt es so eine geometrische Reihe, die irgendwann einmal die 21-Billionen-Grenze berühren wird, aber nie ganz ankommen wird. Das heißt, irgendwann drunter wird das mal aufhören. Wir haben jetzt schon 3/4 und 99,9% der Bitcoins werden schon relativ bald in der Existenz sein, so 2040, 2050. Das Schöne dran an dieser Kurve ist, dass man sowohl in der Vergangenheit als auch in der Zukunft immer weiß, nicht ganz genau auf die letzte Nachkommastelle, aber zu einer recht guten Näherung hin, wie viele Werteinheiten gerade im Umlauf sind. Das heißt, ich weiß auch, dass 2029, ja, so viele wie wenn es sein, 20,5 irgendwas Bitcoins existieren werden. Niemand auf der Welt, nicht der schlaueste Wirtschaftsprofessor, nicht der beste Banker wird mir sagen können, wie viele Euro wir nächstes Jahr im Umlauf haben werden. Kann keiner wissen, weil es keine festgelegte Rate gibt, sondern im derzeitigen Geldsystem und das allermeiste, was wir als Geld verwenden, ist einfach staatliches Geld oder Bankengeld, wird gedruckt nach, ich möchte gar nicht einmal sagen, dass es was Schlechtes ist, sondern man kann durchaus auch sagen, ja, man muss vielleicht auch auf gewisse Gegebenheiten mit dem Gelddrucken unter Anführungszeichen reagieren. Faktum ist nur, man wird nie wissen, wie viel Geld in der Zukunft existiert und es ist von äußeren Faktoren abhängig und oft auch von politischen Faktoren. Bitte. Also für Transaktionen, also bei Transaktionen wächst die Blockchain. Ja. Für das Blockchain habe ich ja die Miner. Ja. Und die bekommen als Bezahlung diese Bitcoins. Genau. Wenn aber das Mining uninteressant wird, wer sorgt dann dafür, dass die Blockchain wachsen kann? Genau, wenn das Mining wirklich uninteressant werden sollte, dann haben wir ein Problem, weil die Bitcoin-Blockchain braucht den Bitcoin-Miner. Das heißt, wenn einmal die Miner nicht mehr minen sollten, wird Bitcoin nicht mehr existieren. Es gibt aber neben dem Anreiz dieser neu ausgeschütteten Bitcoins auch noch einen zweiten Anreiz, nämlich die sogenannten Transaktionsgebühren, die Mining-Fees. Wenn ich eine Bitcoin-Transaktion tätige, und ich habe das vorher getan, dann hänge ich freiwillig einen bestimmten Bitcoin-Betrag an, den dieser Miner auch bekommt, der meine Transaktion in einen Block reinnimmt. Zu Beginn 2011, wie ich von Bitcoin erfahren habe, waren Bitcoin-Transaktionen quasi gratis. Da hat man gar nichts angehängt und ist es automatisch durchgegangen, weil relativ wenig Bitcoin-Transaktionen getätigt wurden. Inzwischen ist es so, dass, und da muss ich jetzt ein bisschen weiter ausholen, das derzeitige Bitcoin-Protokoll hat eine 1-Megabyte-Grenze für die Datengröße eines Bitcoin-Blocks festgelegt. Das heißt, wenn ihr eine Transaktion macht, die 80 Kilobyte ist oder 100 Kilobyte oder was auch immer, dann habe ich nur so und so viele Transaktionen, die ich in einen Block reinpacken kann. Es gibt jetzt inzwischen aber mehr Transaktionen pro 10 Minuten, als dort reinpassen. Das heißt, man ist gut daran, wenn man einen kleinen Bitcoin-Betrag als zusätzlichen Anreiz anhängt. Das passiert jetzt schon. In Zukunft lautet die Theorie, dass wahrscheinlich die Bitcoin-Transaktionsgebühren steigen werden müssen, damit der Miner nach wie vor einen Anreiz hat, das zu tun. Wird wahrscheinlich so sein. Anders wird es nicht gehen. Was man aber nicht vergessen darf, es gibt noch einen dritten Faktor. Auch wenn weniger und weniger Bitcoins ausgeschüttet werden, der Bitcoin-Preis steigt überproportional auch über die Jahre hinweg an. Das heißt, die 50 Bitcoins, die ich pro Block erhalten habe, waren damals vielleicht sogar weniger wert als die 12,5 Bitcoins, die ich jetzt erhalte, in Euro ausgedrückt. Und das sind diese drei Sachen, die wahrscheinlich dafür sorgen werden, dass Bitcoin-Mining auch in dem Zeitpunkt noch sehr gut funktionieren wird. Und wenn man sich das nochmal anschaut,
Das Interessante ist, dass das Bitcoin-Mining ein sich selbst regulierender Mechanismus ist. Der wächst nicht immer. Wenn, man sieht hier einen kleinen Drop, das ist aufgrund der Tatsache, dass vor einigen Wochen eine konkurrenzdigitale Währung namens Bitcoin Cash auf den Markt gekommen ist, zu der man als Bitcoin-Miner switchen kann. Aber das nur als Randinformation. Es gibt durchaus Zeitpunkte, wo die Hashing-Rate sinkt, das heißt, wo Leute ihre Rechenleistung wieder aus dem Netzwerk rausnehmen. Das Interessante dabei ist, dann wird dieser Parameter der Schwierigkeit wieder angepasst. Das macht es dann für die restlichen Miner wieder plötzlich interessanter zu minen. Das heißt, dieses System ist derzeit noch und wahrscheinlich auch in Zukunft so schön ausbalanciert, dass es auch darauf reagieren kann, wenn wieder Miner rausgehen. Aber es ist eine gute Frage. Die Theorie lautet, dass dann die Transaktionsgebühren in Zukunft einfach steigen werden. Wie ist das mit der Gefahr mit der Mining-Größe? Weil es sind ja immer mehr Industrieunternehmen unter Anführungszeichen, genau, die meinen, weil es kleiner, ja, Christian, brauche ich nichts meinen, weil es die, genau, Stromkosten hat und habe ich das nicht mehr herin. Also es geht eher in das Feld, dass die Großen, ja, da vielleicht eine wieder Kontrolle. Prinzipiell stimmt das. Prinzipiell stimmt das. Also die ursprüngliche Idee, so wie ich das interpretiert habe, wäre so gewesen, dass jeder Bitcoin-Benutzer gleichzeitig auch Bitcoin-Miner ist. Dass jedes Gerät, das, wo eine Bitcoin-Wallet drauf läuft, auch gleichzeitig einen kleinen Mining-Betrag leistet und dass Millionen und Abermillionen von Computern Bitcoin-Mining betreiben. Es hat sich aber gezeigt, dass dem nicht so ist. Es ist derzeit relativ zentralisiert, vor allem deswegen, weil sich inzwischen findige Leute gefunden haben, die draufgekommen sind, dass man eigentlich gar keine General-Purpose-CPU zum Bitcoin-Mining braucht, sondern man kann spezialisierte Hardware bauen, eigene Chips, die nur diesen SHA-256-Algorithmus können. Die können sonst gar nichts, sondern einfach nur diesen Algorithmus ausführen. Der ist natürlich ungleich effizienter. So einen Chip habe ich aber in meinem Computer nicht drinnen, den müsste ich mir kaufen. Und jetzt ist es so, dass es völlig richtig ist, wie du sagst, inzwischen eigentlich eine Industrie geworden ist, dass man versucht, dass man Hallen von diesen ASIC-Minern bekommt und die dann mit Skalierungseffekten, günstigem Strom, Abwärme etc. günstig betreiben kann. Das heißt, ja, im Grunde stimmt das mal auf jeden Fall. Der einzelne Benutzer ist eigentlich kein Bitcoin-Miner mehr und es ist eine relativ zentralisierte Industrie geworden. Wenn man sich aber anschaut, wie die Entwicklung über die letzten Jahre war, ist diese Zentralisierung dann auch wieder zurückgegangen, nämlich deswegen, weil sich die sogenannten Mining Pools inzwischen diversifiziert haben. Das hier ist ein Chart dazu. Bitcoin-Miner schließen sich üblicherweise in sogenannten Pools zusammen. Da kann man auch eine Analogie zum Lotto sehen. Der Einzelne, der Lotto spielt, hat weniger Chancen auf einen Gewinn, als wenn man sich mit 1000 Leuten zusammenschließt. Und anstatt dass man jetzt 1000 Jahre lang Lotto spielt und auf einen Gewinn in dieser Zeit lang hofft, schließt man sich mit 1000 Leuten zusammen und hofft, dass diese 1000 Leute einmal im Jahr einen Gewinn machen und dann teilt man sich das einfach auf. Und ähnlich ist es auch bei Mining Pools. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Bitcoin-Miner bei mir hätte, würde ich mich einem dieser Pools anschließen und hoffe, dass ich dann in Kombination der Rechenleistung quasi den Gewinn mache. Und diese Pool-Aufteilung, die derzeit so ist, dass wir einige große und viele kleine haben, die war vor einigen Jahren noch viel schlechter. Also es hat durchaus mal eine Zeit gegeben, wo ein Mining-Pool knapp an die 50% gekommen ist. Das heißt, diese Diversifizierung findet statt, aber grundsätzlich ist es völlig, es ist eigentlich auch als Kritikpunkt zu sehen, dass Bitcoin nicht so dezentral ist, was das Mining betrifft, wie es ursprünglich gedacht war. Weil wenn Millionen von Benutzer eigenständige Entitäten sind, ist es natürlich was anderes, als wenn wir daher einige 4, 5 große Player haben. Aber auch das Bild wird sich in Zukunft sehr stark verändern, denn die Mining-Chips werden derzeit noch von einigen wenigen Chipfabriken in Asien gemacht. Die großen Player, die sowieso schon lange Chips machen, das ist die AMD, Intel etc., kommen jetzt erst langsam drauf, dass das vielleicht für sie auch ein interessantes Business wäre. Und das wäre dann wahrscheinlich nochmal eine Demokratisierung des Ganzen. Das stehen wir wahrscheinlich auch noch am Anfang. Eine Frage dazu, wie wird der Umrechnungskurs ermittelt und, ja, wie wird sich das weiterentwickeln, wenn das Mining uninteressanter werden wird? Oder so? Zum Kurs komme ich jetzt gleich nochmal. Zur zweiten Frage, wie wird sich weiterentwickeln? Die habe ich nicht ganz verstanden. Ja, 3/4 sind schon gemeint. Ne? Ja. Also es wird zunehmend uninteressanter werden. Meine Vermutung, also es gibt einen eindeutigen Hinweis darauf, dass es interessanter wird. Das ist einfach das hier. Ja, ne, wenn der Bitcoin-Miner kein Interesse hätte, Mining zu betreiben, würde diese Hashing-Rate einfach runtergehen. Das sind einfach gewinnorientierte Menschen und Firmen, die das machen. Solange diese Kurve steigt, wird es eher interessanter. Also es gibt keinen Hinweis darauf, dass es uninteressanter wird. Es könnte uninteressanter werden. Dann würden wieder Leute rausgehen aus dem Bitcoin-Mining. Das wird es aber für die Verbleibenden wieder interessanter machen, weil dieser Parameter der Schwierigkeit wieder angepasst werden würde.
Ja, meine Vermutung ist nur, dass sich exponentiell entwickelnde Systeme sich selbst vernichten. Irgendwann ist Top of the Hill erreicht und dann. Wüsste ich jetzt nicht, warum die sich selbst vernichten? Also mit welcher, was wäre der Grund für die Vernichtung jetzt? Also nur weil es wächst, heißt ja nicht, dass es. Der Vorteil ist, ist es gibt keinen unbegrenzt. Na, unbegrenzt natürlich nicht, das wird nicht ewig nach oben gehen, das ist ganz klar. Ja, nein, drum. Ganz richtig. Ist jetzt mein primäres Interesse, ja? Was bestimmt der Währungskurs und. Dazu komme ich noch, ja? Dazu komme ich noch, da habe ich einen eigenen Chart, der kommt gleich im Anschluss. Davor wollte ich nur noch nochmal auf diesen 21 Millionen Aspekt hinweisen, also diese begrenzte Menge. Wenn man das im Kontext sieht, sowas kann bei Bitcoin nicht passieren. Das ist ein 100 Billionen Markschein, der in den 30er Jahren ausgegeben wurde, wo diese Dame damit den Ofen befeuert hat, weil der Brennwert des Papiers höher war als die Kaufkraft des Geldscheins. Das hat vielleicht der eine oder andere auch aus den Geschichtsbüchern oder vielleicht von den Erzählungen von der Oma auch noch im Kopf. Man glaubt, das ist irgendwie so ja, die dunkle Vorzeit, wo sowas passiert ist. Aber nein, das passiert heute genauso noch. Staatliche nationale Währungen, wo es die Möglichkeit gibt, nach Belieben unter Anführungszeichen Geld zu machen, enden oft so, weil es kurzfristig auch eine Lösung bringt auf Probleme. Wenn man mehr Geld reinpumpt in das System, kann man kurzfristig Probleme lindern. Man hat aber immer das Problem, dass man dann an der Grenze zur Hyperinflation steht. Und wenn die Hyperinflation einmal eintritt, dann kommt man auch zu so einer Phase, wo wie in Venezuela, man, wenn man in ein Restaurant geht und was bezahlen möchte, das Geld auf die Waage legt, weil der Kellner das nicht mehr abzählen kann. Wo es auch durchaus sein kann, dass das Geld am Nachmittag um 10%, 20%, 30% weniger wert ist als am Vormittag. Und das hat den einfachen Grund, dass es einen direkten Zusammenhang zwischen der Geldmenge und den Preisen gibt. Das ist ganz einfach zu verstehen. Und wenn man die Geldmenge inflationiert, werden die Preise früher oder später nachziehen und auch raufgehen. Ich bin kein Gegner von staatlichen Geldsystemen, ich bin ein großer Befürworter des Euro, aber ich sage und möchte darauf hinweisen, dass wenn man die Möglichkeit hat, zentralisiert die Geldausgabe zu steuern, dann steht diese Gefahr im Raum. Ich gehe nicht davon aus, dass es beim Euro auch sein wird, aber der allergrößte Teil der staatlichen Währungen endet so. Also es gibt da Statistiken dazu, dass die allermeisten Währungen, 70-80% davon, enden in der Hyperinflation und müssen dann von neu beginnen. Da muss man das System resetten und los geht's wieder. Dazwischen gab es dann aber einen Crash. Bei Bitcoin ist das nicht möglich. Es gibt keine Möglichkeit, diese 21 Millionen Grenze aufzuweichen. Und was auch interessant ist, wenn wir schon ein bisschen das wirtschaftshistorisch anschauen, es gibt eine wirtschaftliche Schule des Keynesianismus, die wahrscheinlich jeder von euch schon mal gehört hat, die ist auch die dominante Schule, die auch bei uns gelehrt wird. Es gibt dann aber auch eine sogenannte österreichische Schule der Nationalökonomie, die aber kaum jemand in Österreich kennt, lustigerweise, obwohl sie in Österreich entwickelt wurde. Das sind so Mises, Hayek und Konsorten. Und die haben interessanterweise sehr viele gute Argumente, die auch Bitcoin erklären können. Also die gehen zum Beispiel davon aus, dass gutes Geld eigentlich mengebegrenzt sein sollte. Also Stichwort Goldstandard etc. Und es gibt vom Hayek ein Buch aus den 70er Jahren, wo er dafür plädiert, dass man eigentlich davon abkommen sollte, dass Staaten und Banken Gelder ausgeben, sondern es sollte die Möglichkeit geben, private Gelder zu schaffen. Jeder sollte die Möglichkeit haben, ein eigenes Geld zu schaffen und es würde sich dann quasi am Markt schon herausstellen, welches Geldsystem das beste ist, weil dass das nicht funktioniert, wird vom Konsumenten, vom User quasi nicht verwendet werden. Der hat wahrscheinlich nicht dran gedacht, wo das hinführen wird, aber wir haben jetzt eine Situation, wo das passiert. Und zwar, es gibt nicht nur Bitcoin, sondern es gibt viele, viele, viele andere Währungen, digitale Währungen. Diese Liste hier ist, ich möchte nicht sagen endlos, aber sie geht in die Tausende. Das hier ist nur die erste Seite von 100 Währungen. Warum ist das so? Das ist aus dem einfachen Grund so und irgendwie haben die alle über die letzten 24 Stunden ordentlich, sind die alle im roten Bereich. Was aber, an das muss man sich gewöhnen, wenn man mit digitalen Währungen hantiert. Das Prinzip hinter Bitcoin, oder Bitcoin war die erste digitale Währung und wir haben gesehen, die ist Open Source. Die untersteht auch keiner Lizenz, sondern jeder kann kommen, dieses Bitcoin-Software nehmen und sagen, ich mache eine eigene Währung. Ich habe zum Beispiel ein Problem mit dieser 21-Billionen-Grenze, das ist total schlecht. Wir brauchen für unser Wirtschaftssystem eine Währung mit 210 Milliarden Coins, weil wir sind zu viele Menschen. Dann kann ich das ändern in der Software, habe damit aber das Problem, dass meine Software inkompatibel mit Bitcoin ist, weil im Bitcoin-Regelwerk steht drinnen, es gibt nur 21 Millionen Coins. Dann hätte ich eine zweite Währung erzeugt, die könnte ich dann nennen Maxcoin oder Weltcoin oder was auch immer. Und das ist das, was hier passiert ist. Es gibt neben Bitcoin noch ganz, ganz viele andere Klone, die sich eigentlich nur in wenigen kleinen Details unterscheiden, zum Beispiel Geldmenge. Dann gibt es andere Währungen, die sich
relativ drastisch unterscheiden, dann gibt es einige, die sich komplett unterscheiden. Und das ist das, was ich vorher angesprochen habe. Das hier ist jetzt ein Ökosystem von privaten, unter Anführungszeichen, Geldsystemen, die von den allermeisten noch nicht wirklich ernst genommen werden. Aber viele davon sind auch schon in Verwendung. Und es wird sich hier dann über die nächsten Jahre und Jahrzehnte hinaus herauskristallisieren, welches davon wirklich ein, unter Anführungszeichen, gutes Geld im Sinne von, es bringt dem Benutzer etwas, ist. Also so könnte man das analog zu der Prognose vom Hayek betrachten. So, und ich hoffe, dass wir jetzt, dann müssen wir fast vorspringen zu der Frage, die du gehabt hast mit dem Preis. Machen wir das vielleicht vorher. Oder bleiben wir noch kurz da, wir kommen dann schon hin. Um das abzuschließen, Geldmenge vorhersehbar, kein beliebiges Gelddruck möglich. Und was wichtig zu verstehen ist, Bitcoin ist keine Forderung. Wenn jemand von euch Geld am Bankkonto hat, dann hat er eigentlich kein Geld, sondern er hat die Forderung gegenüber der Bank, dass sie ihm am Ende des Tages vielleicht, wenn man das braucht, Bargeld gibt. Das heißt, man hat beim Bankengeld nie das eigentliche Asset, das man haben möchte, außer man hat Bargeld, und selbst das ist in Wirklichkeit eine Forderung. Bei Bitcoin ist es so, dass es eben keine Forderung ist, sondern ich habe den eigentlichen Wertträger immer unter meiner eigenen Kontrolle. Da kann man sich so vorstellen wie eine Goldmünze. Also die Goldmünze habe ich immer in meiner eigenen Verwahrung und brauche nicht zu jemandem gehen und sagen, bitte gib mir das eigentliche Ding, das den Wert hat. Und was auch wichtig zu verstehen ist, das, was wir jetzt als Geld verwenden, unser Bankengeld, ist zu einem großen Teil schuldenbasiertes Geld. Denn Geld entsteht nicht nur dadurch, dass die Zentralbanken Geld drucken, sondern jedes Mal, wenn jemand einen Kredit aufnimmt, entsteht neues Geld. Wenn ich auf die Bank gehe und 10.000 Euro Kredit bekomme, ist das nicht das Geld, das irgendeine sparfreudige Oma am Vortag eingezahlt hat, sondern das ist neu erzeugtes Geld. Die Geldmenge wird um 10.000 Euro erhöht. Wenn ich den Kredit dann wieder zurückzahle, dann schrumpft die Geldmenge wieder. Das heißt, dass das allermeiste Geld, das wir verwenden, die Schuld von jemand anderem ist. Das ist, wenn man rein moralisch, philosophisch darüber nachdenkt, natürlich was ganz was anderes als bei Bitcoin, wo dieses Geld nicht schuldenbelastet in die Existenz kommt. Und abschließend dazu, zu diesem politischen Teil noch, das hier ist ein Chart über die Weltreservewährungen geschichtlich. Es war nämlich nicht so, dass immer der US-Dollar quasi die Leitwährung war. Es hat davor, waren einmal die Briten dran, dann waren die Franzosen dran. Und wenn man sich das anschaut, das ist auch nicht auf ewig gegangen. Und auch der US-Dollar wird höchstwahrscheinlich irgendwann einmal abgelöst werden. Werden dann die Chinesen die nächste Weltreservewährung stellen? Wird es wieder ganz was anderes sein? Sind es die Inder? Oder ist es vielleicht eine völlig unpolitische, von keiner Zentralbank, von keinem politischen System abhängige digitale Währung? Kann da keine Versprechung machen, aber meine Prognose wäre, dass sich am ehesten für eine Weltleitwährung eine unpolitische digitale Währung eignen würde, sagen wir mal so. Und es könnte durchaus sein, dass Bitcoin sowas wie eine dezentrale Weltreservewährung werden würde. Klingt jetzt vielleicht noch ein wenig utopisch, aber ich persönlich könnte es mir durchaus vorstellen, dass es so sein könnte. Da springen wir drüber. Und dann kommen wir gleich zum Preis. Das haben wir auch schon besprochen. Na, müssen wir jetzt wirklich springen zum Preis, dass wir das einmal besprochen haben. So, Bitcoin-Preis. Und wenn wir jetzt über den Bitcoin-Preis sprechen und über die Preisbildung, großes Rufzeichen, Bitcoin ist sehr, sehr volatil. Alles, was ich sage, bitte nicht als Investmentratschlag betrachten, weil auch wenn es jetzt über die letzten Monate sehr rosig ausgesehen hat, es kann durchaus auch wieder sehr unrosig werden und sehr dornig, wenn man in Bitcoin investiert, und man kann auch herbe Verluste erleiden. Wenn man Bitcoin als Investment sieht, muss man sich bewusst sein, dass es ein Hochrisiko-Investment ist, das völlig auf Null gehen kann. Das nur am Anfang dazu gesagt. Zur Preisbildung von unter einem Euro Cent auf ungefähr 4.000 Euro in weniger als 7 Jahren ist relativ beeindruckend. Dieser erste Preis ist im Mai 2010 zustande gekommen, nicht an einer Börse, wo Bitcoins verkauft wurden, sondern ganz einfach in einem Bitcoin-Forum, wo jemand, der damals schon Bitcoin besessen hat, gesagt hat, na, ich möchte das Geld jetzt einmal ausgeben, weil sonst ist es wirklich nur Monopoly-Spielgeld. Derjenige, der mir eine Pizza nach Hause bestellt, bekommt von mir 10.000 Bitcoins. Das ist auch passiert. Jemand hat angerufen bei einer Pizzeria, hat ihm die Pizza liefern lassen und hat dazu im Austausch dann 10.000 Bitcoins erhalten. Das wären heute viele, viele Millionen von Euro. Damals war das aber nicht absehbar und natürlich für den wahrscheinlich auch nicht vorhersehbar. Das war das erste Mal, dass ein Preis gebildet wurde. Und kurz danach sind auch die ersten Börsen, oder eigentlich am Anfang nur eine Börse, entstanden, wo man dann wirklich auch mit nationaler Währung übers Internet, einfach über Banküberweisung, Bitcoins kaufen konnte. Und dann sind mehr und mehr Börsen entstanden und dann haben sich so aufbauend auf diesem ersten Kurs die Kurse weiterentwickelt bis zum heutigen Tag. Und man könnte sagen, es befindet sich das alles in einer Blase. Fragezeichen eher. Dazu schauen wir uns mal den Kursverlauf an.
Das ist der Bitcoin-Preis in US-Dollar seit 2010. Man sieht hier ab dem Zeitpunkt relativ wenig. Wie ich von Bitcoin erfahren habe, da war Bitcoin gerade in so einer Blase auf dem Weg nach 30 Dollar, von 3 Dollar auf 30 Dollar hinauf. Diese Blase hier ist nicht mehr sichtbar, weil sie durch diese anderen Blasen quasi ja, neutralisiert wurde. In der logarithmischen Darstellung sieht man es besser. Hier haben wir eine lineare Darstellung, das ist jetzt die logarithmische Darstellung. Also jeder Sprung ist das Zehnfache des vorigen Sprunges. Das ist die Blase, die man vorher nicht gesehen hat. Die war damals dramatisch. Also wer da bei 30 Dollar Bitcoins gekauft hat, das ist dann runtergerasselt auf, glaube ich, unter 2 Dollar oder so, der hat sein Investment ja, quasi verloren in wenigen Wochen. Wenn er damals die Bitcoins verkauft hatte, war er vielleicht froh, dass er noch mit dem blauen Auge davongekommen ist. Ein paar Jahre später hat er sich wahrscheinlich wieder geärgert. Denn diese Geschichte, dass sich Bitcoin so in, man muss nicht unbedingt Blase dazu, Blase ist vielleicht das falsche Wort, aber in so rasanten Schüben entwickelt. Das heißt, es steigt rasch an, fällt dann wieder rasch runter und dann ist wieder eine Zeit lang Ruhe im Karton. Das wiederholt sich. Diese Entwicklung ist symptomatisch. Und wir hatten das auch, 2013 war auch eine große Blase, die vielleicht jemand mitbekommen hat, wo Bitcoin das erste Mal kurz über 1000 Dollar war und dann wieder runtergerasselt ist auf 250 Dollar. Und jetzt befinden wir uns wieder da, möglicherweise am Höhepunkt oder auch nicht, oder gerade erst am Aufwärtsflug zur nächsten Blase. Und ich sage mal ganz ehrlich, ohne überhaupt Prognosen geben zu können, dass der Bitcoin-Preis irgendwann einmal bei 10.000 Dollar ist, ist heute nicht mehr so unrealistisch. Wir sind jetzt schon bei 4.000. Das war noch vor 1,5 Jahren, wäre das quasi hingespinst gewesen. Es wird aber höchstwahrscheinlich irgendwann auch hier das Top erreicht werden, wenn sich die ganze Medienberichterstattung so überhitzt hat und so viele neue Leute Bitcoins gekauft haben, dass einfach ein Preis vorhanden ist, der nicht mehr zu rechtfertigen ist mit dem im Hintergrund real stattfindenden Ökosystem, dann wird es auch wieder in die Gegenrichtung gehen. Dann werden viele Leute, die das erste Mal Bitcoin gekauft haben, panikartig wieder verkaufen, was natürlich die Abwärtsspirale wieder antreiben wird, und dann werden wir uns auch wieder zeitlang nach unten begeben mit dem Bitcoin-Preis. Ich persönlich gehe aber davon aus, dass wir uns auf einem neuen hohen Plateau dann wieder beruhigen werden, bis wir dann zur nächsten Blase kommen. Warum ist das jetzt derzeit in so einer schubhaften Entwicklung? Einfach aus dem Grund, weil wir nach wie vor in einem von einem Ökosystem sprechen, das kaum jemand wirklich selber bedient. Also wer drei Leute hier haben Bitcoin. Das sind, umgerechnet würde ich vielleicht mal sagen, dass vielleicht 1%, wenn überhaupt, der Weltbevölkerung, wahrscheinlich weniger als 1%, überhaupt Bitcoins im Besitz hat. Das heißt, man kann, wenn ein großer Anteil von Menschen plötzlich kurzfristig reinkommt, wird dadurch der Preis einfach beeinflusst. Das regt die Medien wieder dazu an, dass sie darüber schreiben. Dann erkennen dann wieder mehr und mehr Leute, dass es Bitcoin nach wie vor gibt. Das heißt, solange wir in so einer Early Adopter Phase sind und nach wie vor, wenn jemand von euch heute Bitcoin kauft, ist er nach wie vor meiner Meinung nach ein Pionier, ein Early Adopter. Solange wir uns in dieser Phase befinden, werden wir uns weiterhin auf solche schubhaften Entwicklungen einstellen müssen. Ich hoffe, dass es irgendwann einmal so weit kommen wird, dass, wenn die Sättigung erreicht ist, das heißt, wenn jeder Mensch, der Bitcoin haben möchte, mehr oder weniger bei den Daumen gesagt, auch Bitcoins hat, dass wir uns dann bei einem vernünftigen Preis einpendeln werden. Wo das jetzt ist, ob bei 100, bei 1000, bei 10.000, 100.000 Dollar pro Bitcoin, das bleibt offen. Aber wenn ich das richtig verstehe, der Börsenkurs bestimmt den Wechselkurs jetzt. Der Börsenkurs, ja, also man könnte sagen, dass also der... nicht ein Algorithmus bestimmt den Wechselkurs. Nein, das, genau. Also der Bitcoin-Preis kommt rein durch Angebot und Nachfrage auf den Märkten zustande. Wobei es nicht den Bitcoin-Kurs gibt, sondern es gibt viele verschiedene Bitcoin-Börsen und die haben ihre eigenen Kurse, die zwar relativ ähnlich sind, weil wenn es einen Kursunterschied gibt, könnte man das durch Arbitrage ausnutzen, aber es gibt nicht den einen Referenzpreis. Also es gibt natürlich schon Versuche von Bloomberg oder von Bitcoin Average oder wie auch immer, dass man quasi einen Index schafft, aber das muss man immer mitbedenken, dass es nicht den Bitcoin-Kurs gibt. Und was schon auch interessant zu sehen ist, was sich hier in einem Jahr getan hat, das ist hier die Marktkapitalisierung, das heißt, man nehme die Anzahl der Coins und multipliziere sie mit dem Marktwert, aber jetzt mit allen Kryptowährungen, nicht nur Bitcoin. Da sind wir in einem Jahr von 12 Milliarden US-Dollar auf, jetzt sind es glaube ich eh schon 170 Milliarden US-Dollar raufgegangen. Da kann man natürlich schon auch wirklich sagen, hallo, 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 das geht zu schnell, das Ding wird irgendwann wieder crashen. Ja, wird auch ganz sicher. Also das muss man wirklich im Hinterkopf behalten, dass es derzeit nach wie vor sehr, sehr volatil ist, und wenn man Bitcoins kauft, aus welchem Grund auch immer, muss man sich darauf einstellen, dass es nach wie vor eine Achterbahnfahrt bleiben wird.
Deswegen auch mein einfacher Ratschlag, ich finde das super, das ist ein schöner Entscheidungsbaum, der ist unabhängig von irgendwelchen Preisen oder was auch immer, ist einfach, ne? Man kann nämlich Bitcoin auch unabhängig von dieser ganzen Preisentwicklungsgeschichte sehen. Natürlich ist das sehr beeindruckend und man hört immer wieder Geschichten von Leuten, die reich sind etc. Aber Bitcoin als Technologie ist eigentlich unabhängig davon, ob ein Bitcoin jetzt 100 oder 1000 Euro wert ist. Und man kann mit dieser Technologie einfach wunderbare Sachen machen. Und das kann auch ein Grund sein, warum man Bitcoins haben möchte. Nicht unbedingt, weil man jetzt darauf hofft, dass man durch Spekulation reich wird. So, jetzt schauen wir mal kurz, wo ich da jetzt wäre. Sieht das aus mit der Akzeptanz von Bitcoins? Ja. Prozent der, sag jetzt einmal, Marktanbieter wird das akzeptiert? Also, wer akzeptiert Bitcoins? Microsoft. Richtig. Microsoft akzeptiert Bitcoins, Dell akzeptiert Bitcoins, es gibt einige große Firmen, die Bitcoin akzeptieren, es gibt viele große Firmen, die Bitcoin nicht akzeptieren. Amazon akzeptiert Bitcoin nicht, eBay akzeptiert Bitcoin nicht. Man muss ehrlicherweise sagen, dass Bitcoin als Zahlungsmittel derzeit absolut unterrepräsentiert ist. Kaum jemand verwendet Bitcoin als Zahlungsmittel, aus verschiedenen Gründen. Erstens, weil Bitcoin nach wie vor sehr volatil ist und weil natürlich ein kaufmännisch denkender Händler sich denkt, warum soll ich ein Zahlungsmittel oder einen Wertträger akzeptieren, der morgen vielleicht nochmal 80% wert ist, wo er Verluste haben kann. Das ist das Erste. Das Zweite ist, viele sagen, naja, schön und gut, was mache ich dann aber mit dem Bitcoin? Ich kann ja meine Lieferanten nicht bezahlen. Und das Dritte ist, dass auch viele User derzeit keinen Anreiz haben, Bitcoin als Zahlungsmittel zu verwenden, weil die Mining-Gebühren derzeit relativ hoch sind. Ich sage, da gibt es Lösungsmöglichkeiten, komme ich später noch darauf zu sprechen, aber derzeit ist einfach Status Quo, Bitcoin als Zahlungsmittel wird kaum verwendet. Ich verwende es selber, weil ich es einfach toll finde, aber im Großen und Ganzen ist Bitcoin derzeit eher Investitionsobjekt als Zahlungsmittel. Das wird sich aber relativ rasch ändern. Komme ich später noch zu sprechen. Also, trotzdem, diese Firma gibt es. Ich muss ein bisschen widersprechen. Bitte. Also im Online-Bereich, bei Steam, bei so bei Spielen übers Internet, ja. Da ist es sehr verbreitet. Ich weiß das von meinem Sohn. Der wollte fürs Rasenmähen 40 Euro in Bitcoins, damit er sich auf Steam irgendwelche Figuren für sein Online-Spiel kaufen kann. Stimmt, Steam also, gehört auf jeden Fall auch drauf. Ja. Das Erste. Zweitens, es stimmt, es gibt natürlich Nischenbereiche, wo Bitcoin nach wie vor verwendet wird. Ihr habt den Chart jetzt leider aber nicht da. Was die Anzahl der Bitcoin-Transaktionen betrifft, die wirklich, wo Bitcoin als Zahlungsmittel verwendet wird, versus wo Bitcoin an eine Börse geschickt wird, wo es zur Spekulation verwendet wird, das ist verschwindend gering, sind 3-4% dessen, was als Zahlungsmittel verwendet wird. Aber trotzdem ist schon richtig, es wird natürlich verwendet und es wird meiner Meinung nach auch gerade in den nächsten 1-2 Jahren geradezu explodieren. Da komme ich aber später darauf zu sprechen, warum ich das glaube, dass das so ist. Es gibt auch einige staatliche Behörden oder in dem Fall eigentlich eine Gemeinde. Also in Zug kann man seine Steuern mit Bitcoin bezahlen. Das ist natürlich eher jetzt ein Marketinginstrument. Wie viele das auch wirklich tun, bleibt offen. Also ich habe mal was gehört von 11 oder 12 Zahlungsfällen bisher, die das getan haben. Aber immerhin, es gibt die Möglichkeit. Und ich sage mal, sobald man seine Steuern mit Bitcoins bezahlen kann, hat das natürlich einen gewissen Charakter und einen gewissen Touch. Gerade in Japan war jetzt in den letzten Wochen und Monaten ein ziemlicher Schub, weil die eine eigene Regulierung dazu geschaffen haben, wie Bitcoin als Zahlungsmittel wirklich auch offiziell richtig eingesetzt werden kann. Das ist eine große Elektrokette, die das jetzt akzeptiert hat. Und laut Aussagen von denen wird dort auch im physischen Retail, also am Point of Sale, auch mit Bitcoin bezahlt. Inwieweit das jetzt stimmt, ist für mich jetzt nicht abschätzbar, weil ich nicht dort war. Ich sage nur, in Österreich ist es so, dass jetzt, wenn man vom E-Commerce absieht, also Bitcoin als Zahlungsmittel im Web, gibt es relativ wenig stationäre Händler, die Bitcoin als Zahlungsmittel akzeptieren. Schauen wir mal, diese Website coinmap.org gibt so eine Übersicht drüber, ist nicht ganz aktuell, viele Händler sind nicht drinnen, aber so überblicksmäßig kann man mal schauen. Also wir haben hier in Graz sind 16, in Weiz sind 2, also es ist, kann man sagen, unter ferner Liefen. Wir haben in Summe knappe 10.000 weltweit. Wie wir in Graz gestartet haben mit unserer Firma im Landviertel, das ist so ein bisschen das Berlin-Style-Hipster-Viertel, wo wir uns gedacht haben, wir machen da in 0,x in ein paar Monaten, werden die alle nochmal Bitcoin nehmen und wir haben das Bitcoin-Viertel. Es sind jetzt in unserer Umgebung 2 Restaurants, die es nehmen, so widerwillig, weil wir halt ja oft genug nachgefragt haben. Hat aber einfache Gründe, weil die vorher genannten Gründe und vor allem hat es auch den Grund, dass ich da wirklich mit einem 10-Euro-Schein schneller und günstiger bin. Ich habe dort im physischen
Bereich gar nicht die Notwendigkeit, dass der zuerst sein Handy rausholt, dann muss er das eintippen und dann muss ich das abscannen, da bin ich mit meinem 10-Euro-Schein schneller. Muss man ehrlicherweise sagen. So, das hätte ich eigentlich gebracht als einen Anwendungsfall. Es gibt aber auch andere Anwendungsfälle, wo Bitcoin durchaus auch verwendet wird. Nämlich als Zahlungssystem, Zahlungsmöglichkeit, um internationale Zahlungen abzuwickeln. Es gibt ja den englischen Begriff der Remittance. Das heißt, Gastarbeiter schickt Geld von Österreich nach, keine Ahnung, Türkei oder wo auch immer hin. Da gibt es eine Studie der Weltbank, dass das irgendwo zwischen 400 und 500 Milliarden US-Dollar pro Jahr sind, die quasi über Landesgrenzen in so einem Sinne verschickt werden. Zu der Zeit ungefähr Gebühren von 8-10%. Da könnte man natürlich jetzt schon argumentieren, dass wenn man sowas auf einer Kryptowährungsbasis machen würde, dass man da sich einiges an Gebühren einsparen könnte, weil auch wenn ich jetzt 1-2 Euro Gebühren zahlen muss bei einer Bitcoin-Transaktion, man darf nicht vergessen, dass die Gebühren nicht auf das Volumen bezogen sind, unabhängig vom Betrag. Also egal, ob ich jetzt 1.000 Euro oder 1 Million Euro über das Bitcoin-Netzwerk verschicke, die Gebühr bleibt immer die gleiche. Die ist unabhängig vom eigentlichen Betrag. Das heißt, das wäre hier eine gute Möglichkeit und es gibt auch, und das weiß ich auch aus eigener Erfahrung, auch was unsere Kunden betrifft, es gibt einige Leute, die das wirklich als Transfer für solche Zwecke nutzen. Man kann nämlich auch Bitcoin beispielsweise gleich in derselben Minute dann auch wieder für lokale Währung verkaufen. Beispiel, jemand wohnt in Kambodscha, hat ein österreichisches Bankkonto und hat nicht die Möglichkeit, einfach Bitcoins von Österreich, Euro von Österreich nach Kambodscha zu schicken, weil es einen langen Bankweg bedeuten würde, der kauft bei uns Bitcoin, schickt die innerhalb von 10 Minuten nach Kambodscha, verkauft die dort für lokale Währung und hat in 10 bis 20 Minuten den Werttransfer geschafft zu Gebühren von ja, 1-2% versus Laufzeit 10 Tage bei Gebühren von 10-12%. Und da gibt es mehr und mehr Leute, die das erkennen. Ist zwar noch ein kleiner Markt, aber ein wachsender Markt. Und da sehe ich sehr großes Potenzial für Bitcoin & Co. Und was auch nicht zu vergessen ist, Bitcoin als Komplementärwährung zu versagenden nationalen Währungen, wie wir es vorher gehört haben. Also neben Venezuela gibt es noch genug andere Länder, vor allem in Südamerika und auch in Asien, die ein ähnliches Problem haben mit einer nicht funktionierenden staatlichen Währung. Und dort ist es so, dass Bitcoin dann wirklich auch schon oft einen echten ökonomischen Leidensdruck lindert. Und vielleicht, jetzt ist es vielleicht übertrieben, wenn man sagt, zwischen Leben und Tod unterscheidet, aber wo man schon durchaus sein Leben viel besser gestalten kann, wenn man eine nichtstaatliche Währung verwendet, die wertstabiler ist. Muss man sich vorstellen, dass Bitcoin so volatil wie das ist, dort viel, viel, viel stabiler ist als die lokale Währung. Und dort wird sich Bitcoin wahrscheinlich auch schneller entwickeln als bei uns. Bei uns gibt es eigentlich zwei Gruppen von Menschen, die es hauptsächlich verwenden. Das eine ist so der Kreis hier, die sich technologisch dafür interessiert und dann vielleicht mal einen kleinen Bitcoin-Betrag hat, aber der weitaus größere Teil bei uns in unserer westlichen Welt sind einfach Leute, die damit spekulieren wollen, die investieren wollen. Oder, und das ist ein weiterer Anwendungsfall, die langfristig den Wert erhalten wollen. Also viele unserer Kunden kommen auch zu uns, jetzt nicht unbedingt mit dem Hintergedanken, dass sie unbedingt ihr Geld vermehren wollen, aber die haben Angst davor, dass das Geld zumindest weniger wird. Und wenn man weiß, dass es eigentlich das erste und oberste Ziel der EZB ist, die Inflationsrate jährlich bei 2% zu halten, also unser Geld jährlich um 2% zu entwerten, das ist das oberste Ziel der EZB, könnte man sich schon überlegen, ob das nicht Sinn machen würde, einen Teil dessen, was man besitzt, vielleicht in alternativen Dingen anzulegen. Das kann Gold sein, das kann eine Wohnung sein, irgendwas, was Erhalt hat, vielleicht ein Kunstwerk oder eine alte Flasche Whisky oder keine Ahnung, oder auch unter anderem Bitcoin. Das heißt, Bitcoin könnte sowas sein, eine Möglichkeit, langfristig Wert zu erhalten. Ob es das wirklich bleiben wird, kann man jetzt nach dieser kurzen Zeit noch nicht sagen, aber es schaut zumindest mal nicht schlecht aus. Und was auch der Fall ist, es werden auch größere institutionelle Investoren inzwischen auch auf Bitcoin aufmerksam. Also das ist nur eine Schlagzeile, die ich mitgebracht habe. Aus dem Wall Street Journal, mehr und mehr Hedgefonds und überhaupt Investitionsfirmen entdecken inzwischen Bitcoin, haben derzeit aber noch das Problem, dass sie das in ihrem normalen Setup nicht unterbringen. Man kann kaum irgendwo jetzt einfach Bitcoins kaufen und die liegen lassen. Man hat kaum noch Konstrukte, wie man das über traditionelle Investitionsmöglichkeiten abbildet. Aber das wird alles kommen. Also es sind in Europa einige Kryptofonds in Planung, in Amerika sind auch einige in Planung. Also es wird durchaus möglich sein, dass man, würde mal sagen, in 1-2 Jahren über traditionelle Investitionstools wie über irgendwelche Fonds oder ähnliche Dinge in Bitcoin investieren kann. Und dann, ja, dann wird es vielleicht wirklich interessant für den Bitcoin-Preis. Aber das steht noch in den Sternen. Da waren wir schon, sind wir dorthin zurückgekehrt.
Bitte. Für die Wirtschaft ist es ja durchaus gut, wenn es eine Inflation gibt, nicht? Wenn es im Rahmen ist. Nicht? Wenn es eine, also viel schädlicher ist eine Deflation. Nicht? Wenn ich heute 1.000 Euro habe und ich kann mir darum einen Fernseher kaufen, morgen kann ich mir 2 drum kaufen, werde ich ihn heute nicht kaufen. Nicht? Also da sind wir in einer, ist eine sehr gute Anmerkung. Also das heißt, Deflation ist für eine Währung, für die Wirtschaft ja ziemlich schlecht. Nicht? Ist eine Aussage. Ich persönlich teile die nicht. Weil es gibt genug Beispiele in der Geschichte, wo es kurzfristig auch deflationäre Geldsysteme, Währungssysteme gab. Kurzfristig, ne? Kurzfristig, ja. Und es gibt jetzt auch viele, viele Beispiele dafür, dass in einem deflationären System durchaus auch Käufe getätigt werden. Also was man immer als Beispiel nennen kann, die ganze Entwicklung bei Elektronik, Smartphones, Computer etc. Ich weiß eigentlich, rein rational betrachtet, naja, wenn ich jetzt noch ein Jahr warten würde mit dem Kauf des neuen iPhones oder was auch immer, dann hätte ich natürlich da jetzt ein viel, viel, viel besseres Gerät oder das gleiche könnte ich viel, viel günstiger kaufen. Na, trotzdem kaufe ich es auch jetzt schon. Ich gebe dir schon recht, dass prinzipiell, dass wenn wir ein rein deflationäres Geldsystem haben, könnte das genauso Probleme verursachen. Nur wir sind jetzt halt in einem sehr, sehr, sehr eingefärbten Geldsystem, wo es nur inflationär ist, bei uns zumindest. Ne? Ich traue mich nicht zu behaupten, dass ich da weiß, was da das Beste ist. Ich traue mich aber zu behaupten, dass ich glaube, dass sich herausstellen wird, welches dieser zwei gegenpoligen Systeme das Bessere sein wird. Also dadurch, dass wir jetzt mit Bitcoin eine Möglichkeit haben, in ein deflationäres Geldsystem zu wechseln, wird sich über die nächsten Jahre und Jahrzehnte einfach herausstellen, was besser ist für das langfristige Wirtschaften. Kann durchaus sein, dass wir da drauf kommen, oje, Bitcoin als globales Geldsystem funktioniert überhaupt nicht aufgrund dieses deflationären Charakters. Wir müssen wieder zurückkehren zum Inflationären. Kann durchaus sein. Meine persönliche Prognose ist jetzt, dass es eher anders sein wird, aber kann ich mich durchaus täuschen. Aber das ist durchaus eine gerechtfertigte Kritik, dass man sagt, ein deflationäres Geldsystem bringt keinen Anreiz für den Konsumenten, überhaupt Konsum zu tätigen. Der hockt dann quasi auf seinem Geld drauf, macht keine Konsumtätigkeiten, dadurch wird die Wirtschaft wieder geschwächt und das Ganze ist dann eine Spirale nach unten. Ist gerechtfertigte Kritik. Kann ich nur sagen, wird sich herausstellen, was passieren wird. Gell? Also, er kauft ja das Notwendigste und produziert möglichst wenig Müll. So könnte man es auch sehen. Übrigens, ja? Amazon gibt Geschenkkarten, kann man Geschenkkarten kaufen, aber nur in US. Mit Bitcoin, ja, genau. Bitcoin, ja. Genau. Ja. Mir würde interessieren, Ihre Einschätzung. Es ist ja praktisch die Zahlung zwar digital nachvollziehbar. Wie ist Ihre Einschätzung? Geldwäsche? Ja. Diese Thematik, nicht? Muss ich da Bedenken haben, moralische? Weil mit Bitcoins ist der Geldtransfer ja praktisch sehr, sehr einfach. Nicht? Ist sehr, sehr einfach, ja. Also in Sachen Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung etc. ist wahrscheinlich nach wie vor Bargeld das beste Instrument, wenn man das machen möchte. Also man müsste sich am allerersten vom Bargeld trennen, wenn man moralische Bedenken hat. Muss man ehrlicherweise sagen. Weil das ist am wenigsten nachvollziehbar. Bei Bitcoin sind wir in einem sehr interessanten neuen Feld. Bitcoin ist auf der einen Seite, wird es oft wahrgenommen, auch in den öffentlichen Medien, als anonymes Zahlungsmittel. Was es aber überhaupt nicht ist. Beispiel dafür. Ich kann jede Bitcoin-Transaktion, die passiert weltweit, für alle Ewigkeiten nachvollziehen, in der Blockchain. Jede Bitcoin-Adresse, ich könnte jetzt die raussuchen, die ich vorher gehabt habe, um was zu transferieren. Jede Bitcoin-Adresse ist für alle Ewigkeiten in der Blockchain drinnen und ich kann sehen, von welcher Bitcoin-Adresse an welche Bitcoin-Adresse welcher Bitcoin-Betrag wann geflossen ist. Wenn ich jetzt noch dazu eine Zuordnung zu einem Menschen haben kann, was bei vielen, vielen, vielen Prozessen der Fall ist, zum Beispiel bei den allermeisten Börsen, wo man Bitcoins tauscht, muss man sich identifizieren. Da weiß der Börsenbetreiber, wer dahinter steckt. Das heißt, man hat hier mit Bitcoin sogar ein System, wo ich persönlich sogar ein Risiko sehe, dass wir da in so eine Big Brother-Dystopie abgleiten. Dass wir sogar ganz im Gegenteil absolut überwacht werden können in unseren Zahlungen. Und gerade unter dem Lichte der Entwicklung der letzten Jahre, wo wir draufkommen sind, dass eigentlich der gesamte Internetverkehr 1:1 abgehört wird und eigentlich von wenigen
größeren Institutionen komplett aus der Vogelperspektive überwacht werden kann. Also ich bin mir sicher, dass die Transaktion, die ich hier getätigt habe, die Bitcoin-Transaktion mit der IP-Adresse von dem Netzwerk, das ich da habe, irgendwo gespeichert ist und dass irgendjemand versucht, Rückschlüsse zu ziehen, was ich da hier gemacht habe. Ich glaube, dass diese Bitcoin-Transaktion nicht anonym war. Bin mir ziemlich sicher, dass da wer einen Überblick drüber hat. Was ich damit sagen will, ist, dass Bitcoin-Transaktionen ganz im Gegenteil weit davon entfernt sind, intransparent zu sein. Es ist auch, soweit ich weiß, aus praktischer Sicht Bitcoin nicht unbedingt das allerbeste Mittel, um Geldwäsche zu betreiben. Eben durch diese Transparenz, weil man die Gefahr hat, dass man erstens für alle Ewigkeiten seine Spuren drinnen hat und wenn man irgendwann einen Fehler macht, dann wird man früher oder später auffliegen. Also ich glaube, dass Bitcoin da eher ein anderes Problem hat, nämlich das Problem der Transparenz. Dass das für jemanden, der auf Privatsphäre bedacht ist, vielleicht so gar nicht die ideale Lösung ist, sage ich ganz ehrlich. Obwohl ich Bitcoin als Geldsystem sehr gut finde, finde ich diese Transparenz von Bitcoin, die notwendig ist, klarerweise fürs Funktionieren, finde ich aber schlecht. Also ich wäre eher der Meinung, dass es eine wirklich anonyme digitale Währung sein sollte. Ist bei Bitcoin nicht der Fall. Das ist meine Einschätzung zum Thema. Aus rechtlicher Sicht ist es so, dass es derzeit Bestrebungen gibt, Bitcoin einfach zu regulieren. Es gibt die Europäische Geldwäschedirektive, wo in der fünften Fassung, die ist relativ aktuell, auch Firmen wie unsere beispielsweise, die mit Bitcoins handeln, in dem Sinn reguliert werden, dass es bestimmte Sorgfaltspflichten gibt, dass man seine Kunden verifizieren muss, was wir sowas schon machen, etc. Also es wird so sein, dass es früher oder später ähnlich ablaufen wird in unserer europäischen Welt, dass man ähnlich wie Banken einfach agieren müssen, Herkunft der Gelder etc. und solche Dinge feststellen werden müssen. Das heißt, ich persönlich mache mir wenig Sorgen derzeit, dass Bitcoin wirklich für größere Geldwäsche-Dinge benutzt wird, als dass ich mir eher Sorgen mache, dass es in einer Überwachungswelt enden könnte. Das ist so meine Befürchtung. Gibt es schon eine Lösung für die doch ineffiziente Datenhaltung? Es ist doch dezentral und jeder Punkt müsste diese Gigabytes immer gespeichert haben. Gibt es da schon eine Lösung dafür? Das ist eine gute Frage. Das ist auch unter Risiken und offene Fragen bei mir angeführt. Und kommen wir vielleicht dahin, weil jetzt sind wir dann eh schon, nähern wir uns dem Ende. Die Skalierbarkeit von Bitcoin, das ist ein ganz großes Problem. Ein lösbares Problem, aber derzeit ein großer Hemmschuh für die Entwicklung von Bitcoin. Ich habe schon kurz angesprochen, dass es im Bitcoin-Protokoll einfach diese Grenze, diese harte Grenze von 1 Megabyte gibt pro Block. Also ein Block, der alle 10 Minuten entsteht, enthält eine gewisse Anzahl von Transaktionen und dieser Block darf nicht mehr als 1 Megabyte an Datengröße haben. Das sieht man da. Diese Blöcke sind alle immer unter 1 Megabyte. Und das hat die große Gefahr, dass man natürlich an einen Kapazitätsengpass stößt. Sobald es mal mehr Transaktionen gibt, als man verarbeiten kann in diesem 1 Megabyte, ist Stopp. Also man ist derzeit ungefähr bei 3, 4, 5 Transaktionen, die pro Sekunde in die Blockchain reingeschrieben werden können, wenn man es umrechnet. Das ist natürlich für etwas, was weltweit verwendet werden sollte, natürlich viel, viel, viel zu wenig. Also Visa, Mastercard, diese Kreditkartennetzwerke, die haben zu Spitzenzeiten Transaktionsdurchflüsse von 20.000, 30.000 Transaktionen pro Sekunde. Das heißt, hier würde mal das erste Mal ein Problem entstehen. Und das zweite Problem ist, dass obwohl wir nur 1 Megabyte Datengröße pro Block haben, ist die Bitcoin-Blockchain jetzt schon bei 150 Gigabyte. Wie könnte man damit umgehen, wenn das weiterhin wächst und wäre es dann nicht so, dass diese Blockchain dann einmal zu groß wird für den einzelnen User? Ich glaube ehrlich gesagt, dass das zweite Problem nicht so das Problem ist, denn wenn man sich anschaut, wie über die letzten Jahre hinweg auch die Speicherkapazitäten von Datenträgern mitgewachsen sind und sogar schneller gewachsen sind als die Bitcoin-Blockchain, würde das, glaube ich, jetzt nicht unbedingt das Problem sein, sondern ich sehe eher das Problem auf der ersten Seite mit den Transaktionsraten pro Sekunde. Da gibt es aber ein sehr interessantes neues Konzept, das nennt sich das Lightning Network, beziehungsweise das Konzept gibt es schon seit 2 Jahren, aber erst seit Anfang August hat es die technologische Grundentwicklung dazu gegeben, die nennt sich Segregated Witness, die ist jetzt quasi in einem Konsens in der Bitcoin-Community entschieden worden, das war auch eine Änderung, und aufbauend auf dem könnte man es schaffen, Millionen von Transaktionen pro Sekunde zu sehr, sehr geringen Transaktionsgebühren abzuwickeln. Ob das so funktioniert und kommen wird, ist derzeit noch unklar, aber es besteht die Möglichkeit. Und dann hätten wir auch wieder ein sehr, sehr funktionales Zahlungssystem.
Das wäre dann übrigens auch unabhängig von der Blockchain-Größe. Und das würde die Blockchain-Größe nicht beeinflussen. Kannst du ganz kurz versuchen zu erklären, wie das funktioniert? Man kann jede Zahlung, die man tätigen möchte, einfach direkt auf die Blockchain schreiben. Man kann aber auch sagen, man signiert sich gegenseitige Zahlungen, schreibt noch nicht auf die Blockchain und schickt nur diese quasi Signatur hin und her und vertraut darauf, dass jeder, der diese Signatur hat, das jederzeit auf der Blockchain quasi gültig machen könnte und setteln könnte. Und wir beide könnten einfach jederzeit, wir könnten 1000 Transaktionen miteinander machen, ohne die auf die Blockchain zu schreiben, und am Ende des Tages sagt einer von uns dann so, und jetzt wird gesettelt, dann wird dieser offene Saldo zwischen uns einmal auf die Blockchain geschrieben. Und das ist die Idee hinter dem Lightning-Netzwerk, dass man anstatt 1 Million Transaktionen direkt auf die Blockchain zu schreiben, die untereinander macht und dann quasi am Ende des Tages den Saldo einmal auf der Blockchain settelt mit einem echten Blockchain-Händler. Die Entwickler von diesem Konzept behaupten, dass die Transaktionssicherheit die gleiche wäre wie eine echte Bitcoin-Transaktion. Das Schöne daran ist, wenn man nicht glaubt, dass es so ist, kann man jederzeit diese Transaktion nehmen und sie zu einer echten Bitcoin-Transaktion auf der Blockchain machen. Und nachdem die Entwicklung in dem Bereich so schnell vonstatten geht, kann man durchaus vorstellen, dass es in einem halben Jahr oder in einem Jahr wirklich produktiv im Einsatz ist. Und dann, und jetzt mache ich wieder den Rückschluss zu dem, was ich am Anfang gesagt habe, dann glaube ich auch, dass Bitcoin-Transaktionen im ganz normalen Handel für die Zahl beim Biller, mein Wurstzimmer oder was auch immer, auch wieder sehr interessant werden könnten. Weil die werden dann sehr, sehr, sehr günstig, weil ich brauche keine Mining-Gebühren zahlen, um das in die Blockchain reinzuschreiben, und auch sehr schnell. Und ich hätte einen Durchsatz von einigen Millionen Transaktionen pro Sekunde. Aber es ist derzeit auf jeden Fall die offene Skalierbarkeit noch eine Frage, wo man sagt, man weiß noch nicht, wie es geht. Könnte auch Bitcoin daran scheitern, sage ich ganz ehrlich. Wenn Bitcoin so bleibt, wie es ist und sich nicht weiterentwickelt und nicht die Möglichkeit bietet für mehr Transaktionen pro Sekunde, dann wird es wahrscheinlich in der Versenkung verschwinden und nur eine Randnotiz der Geschichte bleiben. Bitcoin-Kurs ist sehr volatil, brauche ich nicht mehr wiederholen bei den offenen Fragen und Risiken, und es gibt derzeit noch keine einheitlichen Regulierungsmaßnahmen. Es wird zwar kommen, aber derzeit hat zum Beispiel die österreichische Finanzmarktaufsicht eine ganz andere Ansicht dazu, was Bitcoin ist, als die deutsche Finanzmarktaufsicht. Und es ist schon eigenartig, wenn man sich doch in einem relativ einheitlichen europäischen Raum bewegt und dann fahrt man mal die Grenze. Also das, was wir machen, das Betreiben von Bitcoin-Automaten, wäre uns in Deutschland nicht erlaubt, wenn wir dazu eine Lizenz bräuchten. In Österreich brauchen wir das nicht. Und da braucht es auf jeden Fall noch irgendwelche einheitlichen Regelungen, ansonsten kann das Ökosystem nicht wachsen. Gut, so, also ich glaube, ich werde meinen Vortrag jetzt da hiermit beenden, mit dieser Folie. Das hört man auch immer wieder in Bitcoin-Vorträgen, aber es stimmt einfach. Man kann die Entwicklung oder den Entwicklungsstand, wo wir uns jetzt befinden, gut mit der Entwicklung des Internets, zumindest in gewisser Hinsicht, vergleichen. Stellen wir uns vor, wir hätten 1990 und wir hätten jetzt über das Internet gesprochen. Gut, von euch hätte wahrscheinlich ein Großteil der Teilnehmer wahrscheinlich auch Ahnung davon gehabt, was das ist, aber für den normalen Menschen wäre das ein Buch mit 7 Siegeln gewesen. Und die ganze Entwicklung, die sich in den 25 Jahren danach bis jetzt dann getan hat, mit dieser, keine Ahnung, Facebook, Skype und Amazon und etc., das war damals einfach noch nicht abschätzbar. Und wir sind jetzt in einem ähnlichen Entwicklungsstand. Bitcoin ist was Rudimentäres noch. Wir haben zwar das Potenzial der Technologie jetzt quasi in Aussicht, wir wissen, was damit alles möglich wäre, aber die Technologie ist noch in dem Stadium, wo wir IP-Adressen haben eintippen müssen und keine Domainnamen hatten. Das heißt, die eigentlich interessante und richtig aufregende Entwicklung, die kommt ja erst. Das war jetzt der Grundstock, aber es geht jetzt erst los. Und derjenige, der glaubt, oh, der Zug ist abgefahren und Bitcoin, ja, das war's jetzt, der täuscht sich. Also die eigentlichen Umwälzungen, die werden erst in den nächsten Jahren kommen. Also es wird spannend werden und es bleibt spannend. Gut, dann sage ich an der Stelle mal Danke. Bei Fragen gerne noch bereit, sonst auch immer offen für Ideen oder Fragen per E-Mail. Eine Frage noch, die Abspaltung, was jetzt war zwischen Bitcoin und Bitcoin Cash. Ja. Wo sind jetzt die Cash verschwunden? Wo findet das? Das ist zwar megamäßig gestiegen, aber... Wenn du vor dem 1. August 2017 in einer Wallet, wo du die Private Keys selber hattest, Bitcoin gehalten hast, hast du den gleichen Betrag auch in Bitcoin Cash, auf der Bitcoin Cash Blockchain. Hattest du das, oder? Ja, genau. Dann brauchst du eigentlich nur in einer Bitcoin Cash Wallet deine Private Keys importieren und hast auf wundersame Weise jetzt plötzlich auch den gleichen Betrag an Bitcoin Cash. Du kannst mit dem machen, was du möchtest. Musst aber. Also die Wallet legt fest, in welche Richtung. Genau, also die allermeisten derzeitigen Bitcoin Wallets verstehen einfach Bitcoin Cash, dieses Protokoll nicht, und ignorieren, dass hinter dem Private Key eigentlich auch noch Bitcoin Cash liegt. Es gibt aber inzwischen einige Wallets, die nur Bitcoin Cash quasi sprechen, und da braucht man dann nur
die Private Keys importieren und hat dann dort auch seine Bitcoin Cash. Das ist, ja, ist nicht ganz so trivial und ganz so einfach, weil die Wallet-Infrastruktur noch nicht so gut ist wie bei Bitcoin, aber also meine Empfehlung wäre vielleicht ein bisschen zu warten, die liegen zu lassen, aber wenn du sagst, du willst sie jetzt sofort verwenden oder verkaufen, es geht schon jetzt. Gib mir einen Kaffee trinken. Ja. Danke. Bitte. Ganz kurz, was macht jetzt Coinfinity? Das ist die ganz klar. Ja, also wir handeln mit Bitcoins. Also derjenige, der bei uns Bitcoins kaufen will, kann das zum Beispiel machen, indem er sich bei uns auf der Website anmeldet. Also ich würde das ja nicht zu einer Werbeveranstaltung machen. Man kann einfach bei uns zum Beispiel hier online sich einen Account machen und dann über Banküberweisung, Sofortüberweisung, achso, das ist der falsche User, einfach Bitcoins kaufen. Man kann aber auch über das Service, da wollen wir Bitcoins kaufen und verkaufen. Wenn man dorthin geht, kann man jederzeit zu unserem Preis Bitcoins kaufen. Genau, da ist es erklärt. Man kann aber auch über unser Service bitcoinbon.at in allen Trafiken und in über 1000 Tankstellen sogenannte Bitcoin-Vouchers kaufen und das einlösen. Also der Großteil dessen, was wir an Umsatz haben, ist einfach der Handel mit Bitcoin und digitalen Währungen. Wir haben auch einige Leute, die eher vermögend sind und zu uns kommen und sagen, ich habe schon zwei Wohnungen und ich habe schon einen Goldbarren und jetzt möchte ich ein bisschen was in Bitcoins oder andere Kryptowährungen investieren. Was wir dann machen, wir stellen denen dann so eine Art Portfolio zusammen und sagen, es wäre vielleicht interessant, 60% Bitcoin, 10% Ethereum, was auch immer. Dann kümmern wir uns quasi um die Abwicklung, also so unter Anführungszeichen Private Banking im Kryptobereich. Das ist auch das, was wir derzeit machen. Und dann machen wir noch ein zweites Geschäftsfeld. Das habe ich nämlich in dem Vortrag gar nicht angesprochen. Es gibt ja die weitere Entwicklung, es wird ja noch viel, viel spannender. Es wird noch viel spannender, denn wir haben mit diesem, mit dieser Coin Ethereum hier eine ganze Plattform, die weit über das hinausgeht, was Bitcoin derzeit macht. Und zwar geht es mit Ethereum, habe ich das jetzt falsch geschrieben? Ethereum.org. Genau. Hier haben wir eine Kryptowährungs- und Anführungszeichen-Plattform, die es ermöglichen möchte, Smart Contracts auf Blockchain-Basis abzubilden. Und das ist eigentlich nochmal um Potenzen spannender als Bitcoin. Man kann nämlich dann auf einer Blockchain-Basis mit all den Vorteilen von einer Blockchain ganze Geschäftsprozesse abbilden, die automatisiert ablaufen. Bitcoin ist eigentlich relativ doof, da gibt es keine Programmierungen, da gibt es nur Werttransfer von A nach B mit vielleicht ein paar kleinen Konditionen. Aber auf Basis einer Smart Contract-Plattform, und Ethereum ist eine davon, kann man ganze Geschäftsprozesse abbilden, die automatisiert ablaufen, ohne dass man dazu irgendeine menschliche Instanz zur Interpretation oder zur Ausführung braucht. Und das ist das, was derzeit sehr, sehr interessant ist, und da sind wir auch mit einigen Firmen dran, dass wir da einfach Prototypen bauen, auf Ethereum-Basis oder auch auf anderen Plattformen, wo jemand sagt, naja, könnte man sowas nicht eigentlich verwenden, um Beispiel eine Versicherung abzubilden, die einen gewissen Ereignisfall versichert, ohne dass man dazu dann die Versicherung noch bräuchte. Im Energiesektor gibt es ganz interessante Überlegungen, wie man zum Beispiel den Handel von Energie direkt vom Produzenten an den Konsumenten ohne Marktplatz dazwischen abbilden könnte. Also es könnte auf Smart Contract Basis der Handel mit Kilowattstunden direkt vom Produzenten, der das auf seinem Dach macht, mit dem Nachbarn, der das dann eins zu eins abnimmt, abgewickelt werden, ohne dass er dazwischen einen großen Energieversorger braucht. Und da ist derzeit sehr, sehr viel im Aufbruch, und das ist auch ein zweiter Teil von dem, was wir machen, um es kurz zu beantworten. Gut, noch weitere Fragen? Bitte. Also ich bin da vor 2 Jahren drauf gestoßen auf diese Trafikbonus. Ja. Und dann war ich in Innsbruck bei der ersten Trafik und habe gesagt, hab das, ja, nochmal, 25 Euro, okay, ja, mit Bankomat. Nein, ich gesagt, mit Bankomat geht das nicht, das ist nur mit Bargeld. Ja. Weil er hat das mich verarschen. Ja. Nächste Trafik ist gleiche, dritte Trafik ist gleiche. Was steckt da dahinter? Das steckt da dahinter, dass es mit Bitcoin hat man ein Zahlungsmittel, das wie Bargeld ist. Das heißt, man muss ähnliche Sicherheitsaspekte anwenden. Wenn jemand mit Bankomatkarte zahlt, hätte er eine Möglichkeit für Betrug und könnte das Geld in gewisser Hinsicht wieder rückbuchen. Ich meine, ich sage einmal, bei 25 Euro wäre es jetzt nicht so schlimm. Bei Kreditkarte ist es noch viel schlimmer. Ich kann einfach bei meiner Kreditkartenfirma anrufen und sagen, na, die haben mir über das Ohr gehaut, bitte Bezahlung stornieren, habe dann aber als Kunde schon echten Gegenwert in Form der Bitcoins. Das heißt, in dem Fall muss man sich wirklich vor Betrug schützen. Inzwischen kann man schon auch mit Bankomatkarten Bitcoin-Bonds kaufen.
Aber am Anfang war man da sehr, sehr vorsichtig und ich sage mal, auch aus Sicht des Trafikanten hat es Sinn gemacht. Leider muss man sagen, wir bekommen das ab, ist Bitcoin auch ein interessantes Ziel für Betrüger aller Art. Also diese Ladebons, die es da gibt, das sind so 20-stellige Ladebons, die ähnlich sind wie Handy-Aufladecodes oder ähnliches. Es kommt zum Beispiel oft vor, sage jetzt, oder es kam am Anfang oft vor, dass jemand angerufen hat und gesagt hat, naja, hallo, hier spricht Herr Müller von der Firma Bitcoin, schicken Sie doch mal bitte 20 Ladebons raus. Und dann ist jemand, der vielleicht nicht ganz mitgedacht hat, hat dann 20 Ladebons ausgedruckt und hat die per Telefon durchgegeben. Und damit ist er dann im Besitz von Bitcoins und von echten Cash damit. Ne? Also es gibt da leider durchaus Betrugsansätze, Betrugsvektoren und vor denen muss man sich einfach schützen. Es wird inzwischen besser, weil die Menschen inzwischen auch wissen, was das eigentlich ist, aber gerade am Anfang von Bitcoin war das ein bisschen ein Problem. Ne? Das heißt, wenn du die diversen Gutscheinkarten und der Kultame verwendet, das ist ja richtig. Genau. Damit ist das aber genau. Genau. Das stimmt. Also wenn so eine Transaktion durchgeführt wird, die verbreitet sich ja in diesem Netz. Ne? Ja. Und angenommen, ich habe so einen Bon, ja, ist nur eine Zahl drauf, ne? Ich telefoniere mit Japan, gebe mir meinen Freund diese Nummer und wir gehen beide gleichzeitig zu einem Automaten und wollen Geld abgeben damit. Ja, das ist jetzt, also dieses eine spezielle Produkt Bitcoin-Bon, da werden keine Bitcoins verkauft, sondern wird nur ein Euro-Gutscheincode verkauft. Der wird zentralisiert von uns verwaltet, von unserer Firma Coinfinity. Das hat jetzt mit dem Bitcoin-Netzwerk per se gar nichts zu tun. Das ist nur ein Gutscheincode, so wie es Amazon-Gutscheinkarten gibt oder iTunes-Gutscheinkarten. Also das ist jetzt abseits vom Bitcoin-Netzwerk zu sehen. Man kann das dann für Bitcoins einlösen. Das stimmt. Aber auch nur einmal. Also. Aber wenn man die Information verbreiten muss, gibt es einen Zeitpunkt, wo ja beide unterschiedliche Informationen haben. Jetzt rein auf das Bitcoin-Netzwerk bezogen? Ja. Ja, das ist richtig. Und es kommt auch durchaus vor, dass sich einmal im Bitcoin-Netzwerk unterschiedliche Nodes nicht einig sind über gewisse Zustände. Und da braucht es dann auch die Bitcoin-Blockchain. Die Bitcoin-Blockchain ist dann quasi die Referenz. Und solange eine Bitcoin-Transaktion nur unbestätigt quasi im Mempool, also quasi im Gedächtnis der Nodes herumschwirrt, muss man auch davon ausgehen, dass sie noch nicht wirklich durch ist und nicht wirklich gültig. Man darf sich nicht darauf verlassen. Eigentlich erst, was in der Blockchain steht, ist quasi die globale Wahrheit, auf die sich freiwillig alle geeinigt haben. Aber es kommt oft vor, ja, dass sich Nodes nicht einig sind über die Wahrheit und auch über manche Transaktionen. Das ist Teil des Ganzen. Ja. Grundsätzlich ist es so, dass Bitcoin geschaffen wurde in einer völlig feindlichen Umgebung, wo sich alle miteinander nicht vertrauen, wo sich alle misstrauen zu überleben. Und das funktioniert auch gut durch diese Blockchain. Aber was ist, wenn die Transaktion erst nach ein paar Millionen, also die Blockchain erst nach ein paar Millionen Transaktionen geschrieben wird? Nach ein paar Millionen Transaktionen geschrieben wird? Ja, mit dem Lightning-Netzwerk, oder? Ja. Was passiert dann? Dann gilt das ja noch nicht, oder? Es gilt in dem Zeitpunkt, wo quasi diese eine ultimative letzte Settlement-Transaktion in der Bitcoin-Blockchain drin ist. Das gilt dann. Genau. Aber bis dorthin nicht, ne? Bis dorthin nicht, aber wie gesagt, die Lightning-Transaktionen sind auch anders behandelt als normale Bitcoin-Transaktionen. Okay. Das ist ein bisschen ein anderes Konzept. Okay. Das ist ein anderes Konzept. Aber wie gesagt, Lightning-Netzwerk ist auch nichts, wo ich jetzt sagen würde, juhu, das ist die Lösung, sondern das muss man sich anschauen. Das bietet Potenzial, aber ob es wirklich funktioniert, wird sich zeigen. Ja. Welche Angriffspunkte gibt es auf Störungen durch Denial of Service auf die Blockchain, wenn ich da bewusst falsche Informationen reinschicke? Also Denial of Service ist relativ ausgeschlossen durch diese 1 Megabyte Blockgröße. Die hat nämlich eigentlich nur den Grund, um Spam-Attacken zu verhindern, die dann Nodes lahmlegen. Das war eigentlich der ursprüngliche Grund, warum man gesagt hat, wir brauchen eine bestimmte Obergrenze, weil sonst könnte ich nach Belieben Bitcoin-Transaktionen einfach reinfluten und die Nodes müssten die alle verarbeiten und würden dann einfach mal zack, Schluss machen. Ja. Das ist relativ ausgeschlossen. Wenn man eine falsche Bitcoin-Transaktion verschickt, wo man jetzt Bitcoin zum Beispiel verschicken möchte, die man nicht hat, und der nächste Node sieht es, kann der jederzeit in der eigenen Blockchain-Historie nachschauen, ob das stimmt. Wenn er diese Transaktion als falsch ansieht, dann würde die einfach droppen, die fällt weg und wird nicht mehr weitergeleitet. Das heißt, die Möglichkeit einer Ausbreitung einer falschen Bitcoin-Transaktion ist relativ gering. Die wird der nächste Node abstehen. Die Ausbreitung meine ich gar nicht. Da sind jetzt Millionen an Millionen Locations, Millionen von falschen Bitcoin-Transaktionen Auslöser. Wie wird sich das auf das ganze Netzwerk dann auswirken?
Millionen von Transaktionen, die falsch sind. Also man hat Millionen von Fake-Transaktionen. Legst du nur den nächsten Notlamm die zentrale. Ja, die würden dann eben nicht weitergeleitet werden. Ne? Sicher, wenn man jetzt die Infrastruktur schaffen würde, dass man jetzt aber Millionen von Nodes schafft, die das ganze Netzwerk fluten würden, könnte schon sein, dass dann kurzfristig mal Probleme gäbe. Ja? Aber auf langfristige Sicht ist das eigentlich ultimativ Wichtige, die Blockchain, und die wird ja nichts reinstellen. Sobald. Was mich zur Frage bringt, es hat alle 10 Minuten wird so ein Block gerechnet. Jetzt rechnet zwar so ein Hash aus, der schneller ist, gewinnt. Ja. Und das Programm muss halt alle 10 Minuten den letzten Block rausholen aus der Blockchain, damit es wieder weiterrechnet. Genau. Das heißt, das geht gar nicht. Wenn es lang geht, kannst du den Block gar nicht holen zum Weiterrechnen. Und vor allem würde eine falsche Transaktion an irgendeinen Block reinkommen. Das wird gar nicht gehen. Also eine Transaktionskette, die sich nicht an das Bitcoin-Protokoll hält, kann gar nicht in die Blockchain reingehen. Ganz richtig. Ja, die kann auch eigentlich niemand lahmlegen. Das heißt, irgendwer muss entscheiden. Ja, wie prüft der Node, ob das jetzt eine gültige Information ist oder nicht? Was der nächste Block der Blockchain ist, ne? Dass er nicht in die Chain reinkommt, ist mir schon klar. Aber wenn Sie das so weit nehmen, kann das die Signatur von meiner signiert wurden mit dieser Hashtag. Wer von uns kommt rein? Wenn alle Voraussetzungen sind, das heißt, irgendwer muss das entscheiden. Die Zieladressen sind richtig, die Beantwortung bestimmt. Und das, nur dann kommt dieser Block überhaupt in Frage für die Blockchain. Ansonsten ist es einfach kein Bitcoin-Block, sondern vielleicht ein Ethereum-Block oder ein Bitcoin-Cash-Block. Ja, daran erkennen auch die Ketten, wenn es die falsche Währung ist. Dann stimmen einzelne Bestandteile nicht und dann ist dieser Block nicht in das Protokoll als gültig zu akzeptieren. Und dieser Test geht sehr schnell, also eine Prüfsumme zu checken geht viel, viel schneller, als sich eine Prüfsumme mit bestimmten Nullen am Anfang auszudenken. Genau. Da war noch die Frage, was passiert, wenn zwei Bitcoin-Miner mehr oder weniger zeitgleich einen Block finden und die sich aber unterscheiden, welcher Block ist dann der wahre? Das passiert relativ häufig, weil die Statistik sagt natürlich, dass wenn es alle 10 Minuten passiert, kann es sein, dass es mal ein paar Sekunden hintereinander zwei verschiedene Blöcke gibt. Die werden dann beide jeweils von den unterschiedlichen Minern ins Netzwerk gebroadcastet. Und dann ist halt die Frage, welcher verbreitet sich schneller? Und ich als lokaler Node habe immer die Anforderung, den Block auf die Blockchain draufzugeben, der quasi an der längsten Kette ist, bezogen auf den Proof of Work. Und es kann durchaus sein, dass wenn sich ein Block ausbreitet und von allen akzeptiert wird und der andere Block zu langsam war, dass der dann einfach wieder wegfällt. Und es passiert auch oft, dass da so ganz kleine Mini-Forks passieren, wo sich quasi die Bitcoin-Blockchain in zwei Teile teilt. Man hat dann aber, sobald der nächste Block reinkommt, wird nur auf einer weitergebaut. Die mit der gesamten Summe der reingesteckten Proof of Work, und die andere Kette stirbt dann einfach ab. Der Miner hat dann in dem Fall Pech gehabt, macht dann einfach neu weiter. Ich weiß nicht genau, was die Zahl ist, aber ich glaube, so ungefähr jeder hundertste Block oder so wird dann quasi, ist dann ein Orphan-Block, also der fällt dann raus, in der Größenordnung ungefähr. Damit muss man als Miner natürlich auch leben, und das ist auch das Interessante, dass man dann als Miner auch einen Vorteil haben kann, wenn man es schafft, dass man seinen Block schneller broadcastet, wenn man bessere Internetanbindung hat, sodass die Nodes möglichst schnell davon erfahren. Also da gibt es natürlich auch Optimierungsmöglichkeiten für Bitcoin-Miner, wie man dann auch was machen könnte. In der Blockchain stehen die Transaktionen, in meinem Wallet habe ich noch nicht konkrete Zahl von Bitcoins. Muss man da immer sich die Mühe machen, die komplette Blockchain zu durchsuchen, um einen Kontostand eines fremden Kontos zu bestimmen? Oder wie kann man das? Das man kann das einfach über diese Webseite machen: blockchain.info. Führen die Buch? Also rechnet jemand anders sozusagen aus allen Transaktionen aus, was der Kontostand eines Kontos ist? Genau. Also man kann jede beliebige Adresse hier oben einfach reinpasten. Zack. Hast du die drin, die, wo man sich bedienen konnte? Ach so, ja, warte mal. Wahrscheinlich ist es schon so nieder, dass die Gebühren höher sind, also dass das, das kann durchaus sein. Dass du es gar nicht wegkriegst, das Guthaben. Also im Moment gibt es ganz wenig unbestätigte Transaktionen, die waren ein paar Sekunden durch. So. Ja, interessant, genau. Ihr habt da am 5.7. 0,007 Bitcoins raufgeschickt auf die Adresse und heute am 2.9.
ist es an 1knopix, an eine sogenannte Vanity-Adresse geschickt worden. Top, der Erste, der sich wirklich getraut hat. Gut. Das heißt, wir können jetzt nachschauen, was er mit dem Geld dann weitergemacht hat. Ja, genau, beziehungsweise das ist eine Spendenadresse, oder? Wo an verschiedene, nur einmalig generierte Adressen verteilt wird und von diesen Mixer-Adressen geht es dann wieder woanders hin weiter. Also man kann es auch anonymisieren, aber ich habe da keinen Grund zu. Ich habe also weder vor, Waffen noch Drogen zu kaufen, insofern überweise ich auch was von der Vanity-Adresse. Aber es geht schon. Also Mycelium und Co. bieten das auch an, dass man das Tor-Netzwerk verwendet und dann über Mixer-Adressen die Zieladresse verschleiert. Also du hast das jetzt gespendet für einen guten Zweck? Nee, ich bezahle das auch. Ja, sonst fühle ich mich wie ein Dieb. Also nein, nein. Das war ja der Sinn dahinter.